Freunde gepflegter Fußballunterhaltung, wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder PES Brunch, so dürfen wir es auch nennen. PES 21. Wunderschönen guten Morgen. Endlich wieder Master Liga. So sieht's doch aus. Aber ich muss gestehen, das werden dann die YouTube-Zuschauer in den nächsten Tagen oder Wochen wieder mitbekommen. Ich habe es nicht lange ohne Retro-PES ausgehalten, ehrlicherweise. Also nach dem PES 5 Tagebuch, bisschen Pause. Und dann wieder angefangen mit PES 3. Aber das nur so als kleine Randnotiz. Ohne Retro-PES geht es irgendwie nicht. Aber das hat nichts zu tun mit unserem schönen Tagebuch. Hier, ihr seht ihn eingeblendet. Die Lichtgestalt oben links. Den glatzköpfigen Weltfußballer. Zinedine Zidane, unser Avatar. Um die Girondins de Bordeaux vor dem Absturz wie in echt zu bewahren. Ihr seht auch rechts oben 3 Punkte aus 4 Spielen. Wir sind unten dabei, also nicht da, wo wir hinwollen. Das ist schon mal ein bisschen madig. Aber immerhin, und das sieht man links unten, haben wir mit einem Husarenritt in Lorient in der ersten Runde des französischen Pokals für eine Überraschung sorgen können. Also von daher nehmen wir das hoffentlich jetzt als Startschuss in die richtige Richtung. Eine Niederlage, 4 Unentschieden, 3 Unentschieden in den ersten 4 Spielen in der Liga. Das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, aber im Pokal sind wir weiter am Start. So, und jetzt sind wir heute so im zweiten Stream zum Tagebuch. Nachdem im ersten auch administrativ nicht viel geklappt hat. Ne? Wir haben keinen Spieler verkauft, wir haben ein paar abgestoßen, so die ganz Schwachen, um Gehalt zu sparen, aber wir haben keinen Spieler zu verpflichten geschafft, außer unseren Jugendspieler hochzuziehen und haben keinen Spieler zu nennenswerten Konditionen zu verkaufen geschafft. Also, das war so ein bisschen mager im ersten Stream, aber heute ist so. Der zweite Stream und dann der erste, wo wir, glaube ich, einfach nur Vollgas geben können auf virtuellen Fußball und auf Meter machen, was Fortschritt angeht in dieser Saison. Und dann hoffe ich mal, dass ich nicht weiterhin sieglos in der Liga dastehe. Das vielleicht noch zum Abschluss, was den Pokal angeht, hier unten links, ne, das 2-1 in Lorient hat uns qualifiziert für die, ich glaube, dritte Runde heißt das dann tatsächlich. Weil die erste Runde ist einfach nur, haben wir uns gedacht, mit den Dritt- und Viertligisten so. Da geht es dann zu Hause immerhin aber gegen die AS aus Monaco. Also das wird nochmal eine Spur schlimmer als Lorient. Also so einfach den Pokal holen ist nicht. So, das an der Stelle mal aufgesagt. So, also es geht dann rein ins erste Spiel. Redstra FC ist zu Gast. Wunderherrliche Trikots. Aber bevor wir Vollgas geben, lasst mich einmal einen wunderschönen guten Morgen wünschen an all die, die schon im Chat unterwegs sind. Stefan, wunderschönen guten Morgen. Da Rose ist wieder am Start. Der Kai haut sofort einen raus mit dem Abo. 6 Monate edel. Super, ganz herzlichen Dank für den Support und fürs Dasein. Der Basti ist da. Der Deadpool ist natürlich am Start. Der Schobo ist schon wach. Und unser Lokführer, der Andreas Deibel, ist schon seit 53 Monaten wach. Absoluter Wahnsinn. Auch dir natürlich wie immer ganz herzlichen Dank für den Support. Schön, dass schon so viele da sind. Und dann ja, können wir durchstarten. Die Kollegen spielen 3, 6, 1. Das wird wieder madig, durchzukombinieren zu gehen. Aber da müssen wir mal gucken. Lauter 60er. Also das ist auf jeden Fall eher die Kategorie Klassenerhaltskampf versus unsere Mannschaft hier mit lauter ja, mittleren 70ern. Eli ist unser Topspieler auf rechts draußen. Also da sollte man schon einen Heimsieg. Endlich einen Heimsieg erwarten können. Und ihr habt hier eben dieses blinkende Pfeilsymbol gesehen, wo ich mich von euch habe aufschlauen lassen letzte Woche. Ja, ist hier Kategorie gerade Entwicklungssprung oder sowas. Also man sollte den dann erst recht spielen lassen. Sonst hätten wir auf der Position nämlich den Simba, der ein Ticken besser ist sogar. Aber wir wechseln eh viel durch, gehen auch viel nach Trainingsleistung, wie ich das immer so gerne nenne hier. Und gucken gerade, Ignatenko hat besser trainiert als Pedro Diaz. Da haben wir schon mal ein schönes Beispiel. Kann also beginnen. So, Ekomi beginnt auch. Das reizen wir mal voll aus. Ich bin nicht so der absolute, also gar nicht eigentlich, moderne Master League-Experte. Das heißt, keine Ahnung, springt er dann irgendwann nach 5 Einsätzen, wenn der Pfeildingen blinkt, auf 75 oder nur auf 72? Ist das völlig übertrieben, auf dieses blinkende Pfeilchen einzugehen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es gemeinsam erleben. Und ansonsten haben wir eigentlich eine Stammelf. Das passt doch soweit. Floff auch noch nachgerutscht. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du auch noch hergefunden hast. Wo kommt Redstar denn her? Wer weiß das? Wer kann das auflösen? Redstar aus Paris, Guingamp, Saint-Étienne. Woher kommt diese Truppe? Hoffentlich nicht aus Beograd. Ja, aber das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Diese hellgrünen, weißen Gegen, das passt. Dann raus. Aus Paris! Das heißt, Paris hat drei Vereine in den ersten zwei Ligen. Paris FC da, Reds da, Paris und Kataris ist ja nicht mehr wirklich Paris, aber naja.
Ach, guck mal. Okay. Ja, Hauptstadtclub sein verpflichtet auch ein bisschen. Und ja, wenn der ein oder andere jetzt hier zum ersten Mal reinschaut, vielleicht nochmal so die Basis aufgesagt: Wir spielen eine Masterliga mit Zinedine Zidane als Avatar. Wir spielen mit Virtual Red 8.6 mit Ultimate Masterliga Mod aus dem Mai oben drüber. Ne, die Kollegen haben sich ja viele Ligen nochmal genauer, was auch Spielerstärken angeht, zur Brust genommen, Ablösesummen, um die Masterliga ein bisschen realistischer zumindest zu gestalten. Da ist das originale PES 21 ja ein bisschen sehr hanebüchen, ne? So generische Normalo-Spieler, so wie wir sie eigentlich haben, so 70er kosten dann zweistellig Millionen und so weiter. Also da wurde ein bisschen nachgearbeitet mit dieser Ultimate Master Liga. Und von daher, ja, ist so sagt man in der Community, ja, im Evo Web auf Reddit unter WePass sagt man, das ist so die beste Combo, die man spielen kann für eine Master League-Erfahrung. Virtual Red, das absolute Daten- und Modding-Monster und dann noch Ultimate Master League Mod für ein bisschen mehr Detailverliebtheit. Obendrauf. Im Atlantik ist wieder gute Stimmung. Ja, man glaubt dran an die Operation. Wiederaufstieg mit Zizou an der Seitenlinie. Jetzt muss aber langsam der Knoten platzen. Klar, in Lorient eine Überraschung gesetzt. Aber in der Liga, das täglich Brot, gilt es zu verdienen. Auf geht's, Freunde. Erstes Spiel im heutigen Stream. Und wenn man PES 3 spielt, ist das hoffentlich ein ganz anderes Gefühl, das mich jetzt nicht hier in irgendeiner Weise falsch klicken lässt. Versus PES 21. Erster Vortrag von Ekomi. Das ist doch nicht so verkehrt. Flanke ein bisschen zu nah vors Tor. Erste Faustabwehr gelingt. Gibt es den Konter der Gäste? Nein, gibt es erstmal nicht. Gut unterbunden, zum Rückspielen gezwungen. Das passt. Und ich sehe unten links, wir haben schon wieder Taktik an. Habe ich mir gefühlt in jedem, nach jedem Spiel vorgenommen im ersten Stream und immer wieder vergessen. Vielleicht kriege ich es ja heute gebacken. Erstmal schönes Zusammenspiel. Weißbeck mit Elis. Erster Abschluss unseres Hondurianers. Schöner Vorteil. So kann es gehen. Die Geschwindigkeit von Elis in die Tiefe bringen. Ja, da muss er abschließen. Saftiger Abschluss. Pranke ist oben. Ecke. Aber so lässt sich's doch gut an. Elis, der Mann mit seiner schönen Einzelaktion zum 1-0 gegen Lorient. Die Überraschung auf den Weg gebracht. Jetzt mit der Ecke. Nächste Halbchance. Ja, da muss er durch die Latte greifen. Sehr schön. So kann es losgehen. Zweite Ecke. Wieder scharf getreten. Diesmal kommt man nicht über den Verteidiger drüber. Kriegt der Gast aus Paris gelöst. Ball kommt aber postwendend zurück. Elis, der will unbedingt Double-Touchen. Kommt irgendwie nicht so ganz vorbei. Dann scheint es da ein kleines Füßeln gegeben zu haben. Nächste Standard auf der rechten Seite. Guter Beginn für die Hausherrin. Michelin, der etatmäßige Rechtsverteidiger, heute auch wieder in der Startelf. Babet, der Innenverteidiger, nimmt sich den Freistoß mal. Statt in der Mitte zu lauern. Ignatenko, Szene bleibt heiß. Weißbeck, Geiter, Weißbeck. Aber okay, die Richtung stimmt. Auf das Tor von Redster. Ja, verdeckt, nimmt schön die Hände hinter den Rücken. Ah, diese kleinen Details. Darf man eigentlich nie vergessen, wie großartig Konami eFootball PES 21 ja immer noch ist, aber damals schon war. Also man hat ja, ich emuliere ja auch super viel auf dem Steam Deck zum Beispiel. Und wenn man dann irgendwie so, weiß ich nicht, schönes Beispiel sind so die alten 2K-Football-Spiele, wenn es dann heißt, das beste Football-Spiel ever ist 2K5 und du spielst das dann und die hauen dich weg mit perfekter Präsentation, mit so vielen Ideen, um einfach die Immersion hochzuhalten und viele kleine Bewegungen der Spieler, wie die sich unterhalten und so Geschichten. Und wenn du dann hier sowas siehst. Gibt es das bei, also jetzt ist der Vergleich ist eigentlich egal, aber gibt es das bei EAFC, dass die Spieler die Hände in den Rücken nehmen? Na, das sind so Dinge, so kleine Immersionsmomente,
Moves, nenne ich es jetzt mal, wo du dir dann immer wieder auch denkst, also PES war eigentlich immer, auch die Retro-PES auf PES, auf PlayStation 2, immer mit so Kleinigkeiten, immer seiner Zeit irgendwie so ein bisschen voraus. Und das hier so, nur so als kleines Beispiel mal gerade gepickt, wo es ins Auge gefallen ist. So, 20 Minuten rum. Jetzt hatten wir so ein bisschen Druckphase, aber es steht immer noch 0 zu 0. Also so ganz helfen tut das natürlich dann auch wieder nicht. Wenn es am Ende nicht zu Torerfolgen führt. Ekobi, erstmal stabil und wieder stabil. Lässt die Flanke nicht zu. Erste Ecke für Red Star. Scharf an den Fünfer gezogen. Und Botella köpft das Ding an den Außenpfosten. Bei EAFC gibt es eine extra Taste dafür oder bei PES? Handelfmeter, lustigerweise, glaube ich, habe ich zum ersten Mal jetzt bei PES 3 gehabt. Das ist, glaube ich, über die Jahre ja auch immer wieder so ein bisschen modifiziert worden. Einmal war es dann drin und alle fanden es besonders, aber dann gerade bei 1 gegen 1 oder Turnierspielen sogar war es dann nervig, weil ja, Handelfmeter kann man ja nicht wirklich steuern, hat man einfach nur Pech, wenn man den Ball an die Hand bekommt, also die KI oder der eigene Spieler halt. Dann war es mal separat einzustellen, dann war es mal wieder raus. Ah, EAFC hat es, okay. Aber, ne, das ist ja unabhängig davon, ob jetzt ein Spiel das exklusiv hat oder nicht, aber diese Kleinigkeiten, die müssen einfach drin sein in so Videospielen. Und dann, wie gesagt, komplett großartig, wenn man dann übers Emulieren so mitbekommt, okay, NHL 2K5 hatte schon richtig geile Kleinigkeiten drin, um das Spielgefühl hochzuhalten. NFL 2K5. Nein! Ich wollte es gerade sagen, genug gelabert, Großchance. Nein, da pfeift er uns weg. Ein Doje, ein bisschen zu sorglos. Das ist doch kein Foul, hör mir auf, ey. Ja, ich erinnere mich, jetzt wo du das auch sagst, man kann das ausschalten. Ich glaube, das hatte ich bei FIFA 23, hatte ich das gesehen und auch aus. Da ist es aber, glaube ich, auch per Default aus. Also du musst gezielt anschalten, yo, Handelfmeter soll es geben. So, jetzt genug von irgendwelchen Konkurrenzprodukten. Jetzt wie Potnik. Jetzt wie Potnik. Hallo. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Das muss das 1-0 sein, aber das muss auch eigentlich Elfmeter sein und rote Karte. Oder auch nicht, aber. Erste. Eigentlich ist eine hundertprozentige, ne? Die ich nicht zu Ende klicken darf, weil ich gefault werde. Okay. Erster Aufreger, richtiger Aufreger. Auf Seiten der Girondins. Außenpfosten-Kopfball von Red Star. Direkt die Antwort. Spiel nimmt, sehen wir es mal, neutral positiv, aber Fahrt auf. Unten ist Platz. Kriegen wir Elis geschickt. Oh, den kriegt er durch. Den kriegt er durch auf Elis. Und Elis wieder mit dem Chop. Wie gegen Lorient. Wie gegen Lorient, Szene lebt für Elis! Mit dem Chop. Vielleicht schon so ein bisschen Markenzeichen vom Hondurianer. Da kommt er. Ja, sogar ein Tunnel draus geworden. Und dann. Wenn er ein bisschen dreckiger ist, wenn er ein bisschen mehr Neymar ist, zieht er den Elfmeter. Aber er bleibt auf den Füßen, sucht den Abschluss und fast gelingt's. Aber ja, jetzt haben wir ein Fußballspiel. Hier an diesem kalten Freitagabend in Bordeaux. Wieder Elis schicken. Den haben sie irgendwie nicht im Griff. Das ist immer der Vorteil, also zumindest für uns mit dem 4-3-3, wenn wir gegen eine Dreier-Abwehrkette spielen, dann kannst du dich an den Außen immer schön vorbeischlupfen. Ignatenko passt auf. Ja, passt gerade nicht an, Szene lebt aber. Oh, und Elis war im Abseits. Ja, ich bin mal gespannt, welche Fußballsimulationen, ich meine, so viele haben wir nicht mehr. Aber zuerst diesen madigen, aber leider den Weltfußball mittlerweile eingenommen habenden VAR in ein Videospiel integriert. Ich meine, so generell dieses Abseitspositionen, enge Abseitspositionen simulieren. Ne? Einfach, dann kommt die Einblendung mit der gelben Linie. Oder vielleicht auch Fehlentscheidungen drin haben, wo ganz enge Entscheidungen 50-50 von der KI gewürfelt werden. Keine Ahnung. Also das reine Identifizieren, da ist eine enge Situation. Das kriegt das Videospiel, das kriegen Videospiele ja schon seit Jahren hin. Dann müsstest du im Endeffekt nur so Zwischensequenzen einbauen, wo dann der hier kommt. Dann kommt eine Wiederholung. Da sitzen dann so ein paar Leute in einem düsteren Keller. Und dann kommt eine Entscheidung. Und dann fühlst du dich schlecht.
Also VAR ins Spiel bringen ist gar nicht. Also ist von der Technik her, glaube ich, wäre das in PES 21 schon lösbar gewesen. Aber ja, den hätten wir gerne gesehen, den Elfmeter. Und wenn es nur mit einer madigen VAR-Überprüfung zusammengehangen hätte. So, wir gehen einen Offensiver. Es darf hier einfach nicht schon wieder ein schimmeliges Unentschieden geben. Schon gar nicht zu Hause gegen so einen Vorstadtclub aus der Stadt der Liebe. Oder von einem Militärstützpunkt, oder wo immer die herkommen. So, Livolant, den Namen haben wir heute noch gar nicht gehört. Jetzt vielleicht auch mal Druck über die linke Seite. Geht natürlich ein bisschen unter. Wenn ein Elis immer wieder wirbelt. Ekumi kommt. Flanke ist auch nicht verkehrt. Oh Mann! Die war nicht schlecht. Tor war genau zwischen hier Elfmeterpunkt und Fünfer. So Segel, Segel. Da war mehr drin. Servus Andreas, schön, dass du auch wach bist. Viel später kann ich für dich nicht anfangen. Weißt du Bescheid, ne? Sauber. Babé holt das Ding aus der Luft. Wieder Kübel, Knübel. Kurbelmöglichkeit heißt das. Da waren wir mal beim schnellen Schalten. 3 auf 3. Die Dreierkette ohne Unterstützung aus dem defensiven Mittelfeld, weil da sind ja auch genug Leute beim 3-6-1, die rückwärts arbeiten können. Aber in dem Fall einmal überfallartig in die Angriffsbemühungen gekommen. Elis, Körper ist gut drin. Elis, nächster Abschuss für den Hondurianer. Ja, die Abschlüsse kommen. Das ist soweit okay. Ist noch nicht ganz so zwingend, nicht ganz so gefährlich, wie wir uns das wünschen. Aber es lässt sich gut an. Nächste Lücke. Da, geh doch tief, Kollege. Geh doch tief, Kollege, wie Potnik. Der ist kein Tiefgeher. Und dann ist er noch ein bisschen am Füßeln und kriegt das Foul. Ja, hätte man da Elis gehabt, wäre man wahrscheinlich durch gewesen. Wie Potnik, klar. Unser Turm da vorne. Ja, Zidane an der Außenlinie, außer sich, ob dieser kleinlichen Entscheidung. Ja, der ist internationale Weltklasse-Härte gewöhnt, nicht dieses Ligue-2-Gedönse. Wie Potnik bleibt hängen, aber weiter kurbeln, immer dranbleiben, unangenehm. Ökumü hat keine Unterstützung, müssen wir mal abbrechen an der Stelle. Thema gelöst, schön verteilt. 60. Minute, vielleicht müssen wir gleich auch mal über Wechsel nachdenken. Ignatenko, wieder die rechte Seite überlagern. Gucken, ob wir Elis in eine Position bekommen. Bekommen wir nicht. Na dann, moderner Fußball. Einmal verlagern auf links. Geht auch. Livolant versucht es alleine. Livolant, ja. Na, der Haken war doof. Aber irgendwie bleiben wir in der Nummer. Irgendwie bleiben wir ohne Idee in der Nummer. Ah, Grätsche. Ja, ja, ja. War blöd. Ja, oh, oh, oh. Weiß weg. Auch einer der Spieler, die natürlich ja schon in der Kritik stehen, das kann man so schon sagen. Auf die Stars, auf die offensiven Topspieler wird sich natürlich von der Presse immer als erstes gestört. Von Gaetan Wesbeck erwartet man sich einfach viel, viel mehr. Alleine schon auf dem Spielberichtsbogen mit Assists und Toren. Elis. Elis. Kriegt den Fuß nicht vor. Und pressen. Einfach und wenn es stumpf ist. Ja, schön. Fehler erzwungen. 70. Servus Timo. Schön, dass du auch wieder hergefunden hast. Erstes Spiel. Noch nichts verpasst. Außer einem nicht gegebenen Elfmeter. Flanke von Michela kommt gut. Nicht gut genug. Und wieder wird hoch angelaufen. Pressing steht soweit bei der Truppe. So, jetzt müssen wir mal wechseln. Nee, wie geht das hier? Mein Gott, da merke ich ein bisschen doch Retro-Pass. Klickmuster. Weißweg, raus. Gordic kommt, unser Jugendspieler mit Cucurella, Puyol, sonst was. Katastrophenfrisur. Ja, Ekumi raus für den Simba. Michele raus für Bukele. Standardwechsel, wenn man so möchte. Und ich glaube, ja, wir müssen. Pedro Diaz noch einen Ticken offensiver denken als Kabusi. Oh, servus Flumsi. Ich behaupte mal, du bist zum ersten Mal hier, oder? In jedem Fall schön, dass du hergefunden hast. Generell, jetzt unabhängig von Masterliga-Spielen, Virtual Red ist ein absolutes Datenmonster. Ich habe mir eine extra virtuelle, wie heißt das? Externe Festplatte geholt.
Weil das Ding eben, wenn du alles wirklich haben willst an Daten, dann brauchst du 400 Gigabyte. Also das ist schon, ja, ist richtig, absolutes Datenmonster. Die Sache ist nur, die ganz große Datenmenge kommt durch die Stadien. Jetzt erstmal 1-0. Nein, Gordic verzieht mit seiner ersten Aktion. Also die ganz große Datenmenge sind die Stadien. Da könntest du zum Beispiel super viel sparen, ich glaube 300 Gigabyte sogar. Wenn du dir sagst, okay, ich brauche jetzt nicht Aserbaidschan, ich brauche nicht Bosnien-Herzegowina, alle Stadien und so weiter, da kannst du super viel sparen. Also sagen wir mal, das grobe Paket für Scoreboards, Schuhe, Bälle und Trikots, um eine Masterliga ja generell sauber zu spielen, hat, sagen wir mal, 110 GB. Bei Virtual Red, bei Dream Patch. Ultimate Master League ist sogar nochmal deutlich kleiner, weil die ja nicht alle Ligen überarbeitet haben, sondern, glaube ich, nur die großen europäischen oder so. Also, da ist jede Menge an Gigabyte zu sparen. Ich habe mir, wie gesagt, eine extra Festplatte dann mal geholt, um PES 21 in absoluter Fülle gemoddet dann immer wieder zünden zu können. Aber wenn du jetzt keine 400 Gigabyte frei hast, und die hatte ich dann logischerweise auch nicht wirklich, dann versuch doch einfach mal ohne das dicke Stadionpaket, ob dir das so reicht. So, Gordic. Gordic, der macht richtig Betrieb. Gordic, jetzt belohn dich doch. Ja, der will natürlich zeigen, dass er in diese erste Mannschaft gehört. Bordeaux ist in Real Life leider tot. Genau, richtig dramatisch. Nicht nur Zwangsabstieg in Ligue 2, wie wir es hier zu dieser 23-24 Saison haben, sondern jetzt nächster Zwangsabstieg in Ligue 3, wenn das so heißt. Und die haben gesagt, nee, ich weiß nicht, ob die Lizenzunterlagen nicht erfüllt haben oder ob sie sich nicht beworben haben, weil sie nicht dachten, dass das noch eine Etage tiefer gehen kann. Jetzt sind sie sogar in Ligue 14. 4. Also 4. So. Dementsprechend, ja, Bordeaux ist arg abgekackt und sehr am Leiden, und das war auch so ein bisschen der Gedanke, der dann aufkam. Wenn man es ganz dramatisch aus Videospiele-Sicht sehen will, Girondins Bordeaux wirst du sehr lange nicht in Videospielen haben, weil Ligue 4, Ligue 3, die hat keiner lizenziert. Ligue 2 ist das höchste der Gefühle und da sind sie ja erstmal jetzt ein paar Jahre. Wahrscheinlich nicht. So, dementsprechend, ja, komplett richtig. Komplett richtig. Girondins Bordeaux mit letztem Auftritt hier im Tagebuch mit Zinedine Zidane. Ah, ein Lurker. Ja, aber dann hast du ja über all die Monate hier mitbekommen, wenn ich die ganzen Mods zeige. So, die Kernessenz, ne, ob dir das ein besonderes Spielgefühl gibt, die kriegst du ja so mit. Jetzt in dem Fall das Stadion, wenn du wirklich spielst oder wenn du im Menü bist und Transfers tätigst und so, dann kriegst du die Stadien ja auch nicht so wirklich mit. Klar, wenn das Intro-Sequenz ist und dann ist da geile Pyro, die laufen dann irgendwie in ein südamerikanisches Stadion ein. Das macht schon was her. Das gibt der Immersion und dem Spielgefühl natürlich nochmal einen Kick. Aber auf der anderen Seite, wenn du die 300 Gigabyte nicht hast, um auch in der zweiten französischen Liga in jedem Originalstadion irgendwie spielen zu können, macht das, glaube ich, jetzt keinen Spielspaßbruch. Und die kann man, wie gesagt, beim Virtual Red auch alleine runterladen. Ne? Du hast einmal den Virtual Red mit 100 Gigabyte und dann ein separates Stadion-Pack für 300. Da kannst du halt einfach gezielt den Patch runterladen fürs alles, außer Stadien, und dann Stadien halt eben nicht. Oder wenn du dich ein bisschen reinliest, wie Modden funktioniert mit der Map-Datei, also welches Stadion den Teams zugeordnet wird und so, kannst du es auch selektieren, dass du sagst, ich lade mir jetzt, du musst es einmal runterladen, um es dann selektieren zu können. Es gibt keine einzelnen Packs pro Nation. Aber wenn du temporär genug Datenvolumen hättest, könntest du sagen, okay, ich lade mir erstmal alle Stadien runter. Aber mach dann wiederum ein paar hundert Gigabyte frei, dadurch, dass ich eben diese ganzen Stadionlöcher, die ich nicht haben will, dann hast du am Ende nur Stadionpaket für jedes Team der großen europäischen Ligen zum Beispiel. Dann bist du wahrscheinlich auch nur bei 100 GB statt bei 300. Also irgendwo, klar, Datenmenge verstehe ich komplett. Kostet auch Zeit runterzuladen, das ist auch nochmal so ein Ding, ne? Und dann zu installieren. Virtual Red Patch installieren dauert, ich glaube, 15 Stunden hat das bei mir gedauert, weil das so mühsam ist, glaube ich, für einen PC zu verarbeiten, weil das sind ganz, ganz viele kleine Dateien. Also du hast irgendwie für ein Stadion hast du irgendwie ganz viele kleine Unterordner, weil dann
nehme ich einfach mal an, ich bin jetzt im Modding nicht so tief drin, aber da ist dann die Außen, die Eckfahne und die hat ein kleines Bildchen, weil da ist das Logo drauf und da ist dann Scoreboard hier und dann ist dann hier eine Wand, eine Bande und hier sind die Sitze mit Logo. Also da sind viele, viele kleine Dateien, dass du einen halben, tatsächlich wirklich einen echten halben Tag deinen PC laufen lassen musst, am Stück für Virtual Red installieren. Und 1%, 2%, 3%, boah, was ist denn hier los? Und das dauert allein schon Unmengen an Stunden, um es zu installieren. Und dann logischerweise ist dann richtig fetter Datenwust hinter. So, danke fürs Ablenken. Wir haben halt einfach jetzt wieder 0-0 gespielt. Wir kommen nicht aus dem Quark, verdammt! Red Star FC ist der dritte Club aus Paris, wie ich mir habe sagen lassen. Ja, genau. Virtual Red und Dream Patch sind ja fast das gleiche. Also, was Datenmenge angeht und was das komplette PES-Überarbeiten letzten Endes angeht, genau. Ich habe jetzt den Dream Patch. Also, wenn man so will, so, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich habe sie ja alle mal getestet. Ich glaube, der Dream Patch war auch ein bisschen detailgenauer, was halt so die Bank von Borussia Dortmund angeht und die Spielerstärken angeht. Aber irgendwas hat mich da gestört. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Und wenn du dann in diesem südamerikanischen Forum oder auf Rap, wie heißt das? Nicht Pinterest? Wie heißt das? Wo man unter Patreon. Wenn du dann da im Forum nachfragst, dann kriegst du halt eher so keine Antwort. So, das ist irgendwie, da ist kein englischsprachiger Support. Dann haben die noch irgendwie so ein Tool, dass du immer wieder bestätigen musst, dass du das gerade noch abonnierst und so. Also es ist ein bisschen krampfig. Und da muss man halt einfach sagen, der Virtual Red, auch wenn der immer wieder ein paar Monate hinten dran ist und wenn dann auch die ein oder anderen Details ein bisschen stiefmütterlich nicht bearbeitet wurden, ne, ich sage das immer wieder gerne als Beispiel, Jude Bellingham als Stammspieler bei Borussia Dortmund nur 74 Stärke, das war eklatant daneben. Glaube ich im Virtual Red 2020 oder so. Ne, da gab es das Spiel noch gar nicht. 2022 dann wahrscheinlich. Also er war durchaus schon bekannt und Stammspieler bei Dortmund, war jetzt noch nicht der Super Jude, aber den als 74er Stärke in der Stammelf zu haben, war irgendwie, wenn dann Sabitzer eine 80 hatte oder so, ganz komisch. Und Franz Kretzig, dunkelhäutig, so Nummern, wo du dir denkst, das ist jetzt nicht der B-Jugendliche, den man kennen muss als Bayern-Fan, sondern das ist Franz Kretzig, der irgendwie 5 Bundesligaspiele hatte. Den sollte man schon wenigstens als hellhäutigen Österreicher kennen und nicht, das ist ein dunkelhäutiger, ja, den packe ich irgendwo auf die Bank bei Bayern. So, das fällt dann sofort auf, stört mich dann. Da sind andere Patches viel detailverliebter und weiter vorne, deswegen ja auch unbedingt auch Ultimate Master League noch hier oben drauf gepackt auf den Virtual Red Patch. Aber dann halt Virtual Red in seiner absoluten Breite. Also wer einfach nur Bock, jetzt mal ohne hier streamen, bla und Master League. Alleine der Gedanke, du machst dir ein völlig durchgepatchtes PES 21 auf und denkst du so, oh, ich hab mal Bock auf einfach nur, wie fühlt sich Mexiko an? Wie fühlt sich Argentinien an? Du wählst zwei argentinische Mannschaften, der Patch ordnet das sofort richtig ein als argentinische Ligaspiel mit Overlays, mit Broadcast Package und allem. Und dann läufst du halt bei Pyros in so einem südamerikanischen Mini-Stadion ein. Geile Stimmung, Original-Fangesänge. Das holt schon komplett ab. Deswegen, ja, PES 21 mit komplettem Modding-Paket kann ich echt nur empfehlen. Es ist ein Gefühl. Das ist unerreicht. Und deswegen umso trauriger, dass es tot ist. Aber davon mal ab jetzt. Kann ich echt nur jedem empfehlen, die Modding-Möglichkeiten, die uns die Community dahin schenkt, mitzunehmen. Und das ist schon eine Hausmarke. So, also Virtual Red als Grundlage mindestens. So, wir haben gesehen, wir haben Ibrahima Sissoko mit kleiner Muskelverhärtung und Claude Michelin hat sogar eine Woche. Ja, man redet von einem leichten Muskelfaserriss. Bukele rückt da natürlich sofort an seine Stelle. Und ja, bei Corona-Erkrankung unseres Capitanos Babé. Er darf sich mit Maske auf die Bank setzen, wird aber nicht spielen. Dafür rückt Mathieu Angeli in die Startelf, sein erster Profi-Startelf-Einsatz für das Talent aus der eigenen Akademie. Wir sind in Dijon. Dijon, ja, neben der Senffabrik zum nächsten Ligaspiel. Ja, ich weiß gar nicht, ob der leichter zu installieren war, oder? Das war doch im Endeffekt das gleiche. Servus Pico, schön, dass du auch nachher gefunden hast. Aber es ist das gleiche mit Installation klicken und dann werden halt ganz viele Daten verarbeitet. Also da muss man zum Beispiel auch sagen, wo ich hier gerade auch vom Andreas noch den Football Live in die Verlosung gebracht bekomme. Aber auch das muss man sich mal vorstellen. Das sind nicht irgendwelche Hardcore-Modder, die dir am Ende sagen, hier sind alle Dateien, patch das selber.
Du hast es ja mittlerweile so leicht gemacht, PES 21 zu modden oder eben PES 21 in der Mod mit dem Fußball Live Update in einer Installation zu haben. Das ist ja im Endeffekt wie Steam. Ich kaufe mir ein Spiel auf Steam, drücke auf Installieren, drücke auf Spielen, Spiele. Leichter, also es ist ja fast schon wie auf der Konsole, CD rein und spielen. So einfach ist es mittlerweile gemacht worden. Und das dann in der Modding-Community auch nochmal mitzudenken. Auch diese ganzen Retro-Pässe aus dem Evo-Web. Drei Dateien runterladen, Exe anklicken und dann installiert ihr dir PES 5, 6, 4, 3, 2, 1 mit dem Modding-Paket drin und du musst nur noch die Setting-Exe nutzen, für den Controller einstellen und fertig. Also es ist eine absolute Gönnung, die uns da seit Jahren hingelegt wird für das perfekte Fußballerlebnis. Also guck, so gesehen ist es, du spielst Ligue 2 und die ganzen französischen Kollegen, die den FCO Dijon anfeiern, die machen PES mit dem Mod auf und haben sofort ihr Stadion, haben ihre Overlays, die sie aus ihrer wöchentlichen Sendung kennen. Also absolute Gönnung. Smokepatch hat das Patchen für PES 21 eingestellt, hat aber dann quasi Football Live erfunden. Also Football Live ist PES 21 gemoddet und Standalone. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Football Live ist Standalone. Also wer kein PES 21 mehr hat, und viele von euch wissen das sicher, PES 21 gibt es nicht mehr in Steam zu kaufen. Die einzige Möglichkeit, das noch offiziell in seinen Steam-Account zu bekommen, ist ein Key zu kaufen. Einen der wenigen, der wahrscheinlich da draußen dann noch aktiv ist und existiert. Und der kostet dann 300 € aufwärts mittlerweile. Also ich erinnere mich noch sehr genau, dass ich auf meinem Twitter-Account damals deutlich darauf hingewiesen habe. Freunde, Konami hat angekündigt, die nehmen alles aus dem Steam, außer eben eFootball. Und dann gab es das halt noch für irgendwie 7 € im Sale, aber dann haben sie es aus dem Store genommen. Und dann logischerweise, dadurch, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt, steigen die Keypreise! Und hier steigt gerade die Aktie von Zinedine Zidane. Vipotnik! Strafko Vipotnik am ersten Pfosten! Jawoll! Leichte Fangesänge aus dem Gästeblock. Auch so ein kleines schönes Detail. Ihr habt ja, egal ob ihr auf dem Kopfhörer oder mit Boxen hört, rechter Soundausgang ist immer Gästeblock bei PES 21. Und jetzt hörst du seichtes Pfeifen im Stadion. Aber du hörst im rechten Ausgang leichte Fangesänge, leichter Jubel der mitgereisten Girondisten. Bordeaux führt früh. Und das haben wir vielleicht einfach mal gebraucht. So ein Knotenplatzer, der Selbstsicherheit auch nochmal gibt. Gegen Red Star einmal mehr enttäuschend. Auch ein Zinedine Zidane ist sich dann vor den Mechanismen des Geschäfts nicht gefeit. Und die Antwort der Gastgeber. Oh, geht ja gut los hier. Aber hallo. 0-1, Pfosten raus. Spiel hat sofort Temperatur. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ist die Horn gut gestartet in die Saison? Das müssen wir später auch mal ein bisschen genauer angucken. Jetzt nach 5 Spieltagen kann man sich schon eine Tendenz sicherlich ableiten. Die Volant geht tief. Ekumi kriegt nicht durchgeschubst. Dogmo, zweites Spielkollege, das die Hälfte schon fast verpasst. Aber ja, mit dir jetzt als Glücksbringer, dann geht's doch. Ja, linke Seite offen, Nassi kommt. Der ist nicht verkehrt von Nassi. Ja, die Horn zeigt sich aber sowas von unbeeindruckt. Ja, aber gut. War unter Beobachtung eben auch beim Patch-Dampfgeplauder vergessen zu erwähnen. Stratzek kriegt das Startelf-Torwartmandat heute. Mit Jonsen unzufrieden war man sicherlich nicht. Aber wir haben ja auch, oder Zidane hat ja auch immer gesagt, Trainingsleistungen sind auch nicht unwichtig bei ihm. Dann nehme er die Torwartposition auch so gar nicht raus. Heute ein weiterer Beweis. Der Pole Stratzek ersetzt den Schweden Jonsen. 20 Minuten rum. Ergebnis stimmt. Alles andere ist auf Augenhöhe. Bukele. Von Elis geschickt. Ja, bricht ab. Bisschen festsetzen. Elis. Double Touch kommt. Elis. Körper ist drin. Und dann leider keine Idee.
Abschluss wäre da mal was gewesen. Gibt's den Konter, Tichon kommt. Ja, da denkst du, Konter ist abgebrochen. Nix ist, Verduch. Die Flanke. Nein, gut abgekocht von Marcella. Jetzt haben wir mal die Seite Platz. Wipotnik zieht die Innenverteidigung raus. Hab's umständlich, aber klappt. Livolant geht tief. Weißbeck sieht das. Livolant. Ja, und dann am Ende ist es zu eng. Gute Rückwärtsbewegung von Dijon. Was hat er jetzt wieder gepfiffen? Foul, abseits, was kommt? Sohle drauf gehalten. Ja, EA Fußballmanager ist auch ein sehr schönes Beispiel. Auch so ein Heldengame, was von der Community immer wieder am Leben gehalten wird. Teilweise auch mit kleinen Quality of Life Verbesserungen aufgepatcht wird. Also ja, da gibt es viele Beispiele. Auch bei den Wrestling-Simulationen oder Wrestling-Spielen generell. Also ich bin auch ein großer Freund der Aki N64 Wrestling-Spiele, die auch bis heute von der kleinen Community zum einen mit so ja, einfachen Patches am Leben gehalten werden, aber dann auch eben mit ganzen Mods, die dann aufpimpen und dann High-Res-Textures auf dem PC-Emulator einbauen. Also generell ist also Modding-Community ist schon ganz weit vorne. Und wenn du dann Glück hast, dass es auch noch ein Spiel ist, was dir sehr zusagt, wie eben die PES-Community, ja, einfach nur ein Traum. Also da kannst du so viel Videospielliebe und Spielspaß rausziehen, wie Wipotnik jetzt aus dieser Situation hoffentlich auch was rauszieht. Da hat er das ein bisschen zu kompliziert auf Elis. Bisschen zu kompliziert. Wie kann das kein Torabschluss geben? Wieder die Lücke gefunden. Nur der Abschluss fehlt. Elis, kein Abseits. Ach, Schiri. Ah. Ich habe über die Söhne von Zidane ehrlicherweise hier bei diesem Story-Ding gar nicht nachgedacht. Ist der Sohn nicht Torwart? Zweite spanische Liga oder sowas? Also das würde mich jetzt so gar nicht reizen, ehrlicherweise einen Torwart verpflichten. Oder wie viele Söhne hat der? Was spielen die alles? Der Sohn heißt Enzo. Kann es sein? Wegen Enzo Francescoli, seinem Lieblingsfußballer. Und der ist Torwart geworden oder sowas? Und ist dann bei Real Madrid irgendwann aus der zweiten Mannschaft weg, weil keine Perspektive auf mehr. Also ja, bei Zidane habe ich jetzt ehrlicherweise nicht an Familienzusammenführung gesehen. Wir können ja gleich mal bei Spielersuche einfach den Namen eingeben und gucken, was in der großen Datenbank für Zidans auftauchen. Wenn der mehr Söhne hat und die spielen auch vernünftigere Positionen als Torwart, dann wäre das natürlich ein kleiner Gag, den man mal einbauen könnte. So, jetzt haben wir den Kollegen hier getrippelt. Foulspiel fast schon folgerichtig. Ja, ja, ja. Ach komm, ey, der kann doch nicht bei jedem Gefüßel da abpfeifen. Kleinlichen Schiedsrichter haben wir erwischt heute. Da haben wir auch Glück, dass er sich nicht in den 16er mogelt für so eine blöde Situation. Wieder Verduch. Aber die Situation natürlich eine verheißungsvolle für die Gastgeber. Ausgleich. Ja. Nassi am zweiten Pfosten fast schon alleine. Ja, ich glaube, da haben sie sich gegenseitig freigeblockt. Deswegen ist er am zweiten Pfosten so alleine. Was ist abseits? Ja, Elis pennt. Ja, und dann steht es 1-1. Nicht unverdient. Die Horn hat gut Reaktion gezeigt auf den frühen Rückstand. Oh. Aber natürlich dann umso bitterer, dass es aus so einer Situation entstand, wo man drüber diskutieren kann, ob man das pfeifen muss. Unten wird plus 2 angezeigt. Kriegen wir den noch? Ja, den kriegt Wipotnik in die Tiefe, Elis. Aber wir kriegen das Laufduell nicht gewonnen. Und dann dürfte es das gewesen sein hier in die Horn. 1-1. Enzo, Luca und Theo. Okay, also viele Zidane-Söhne. Zumindest schon mal auf der Welt. Ja, guck mal gleich mal. Also ich hoffe, ich denke dran. Ich bin immer so schön hektisch beim Wegklicken, Weiterklicken. Aber guck mal. Das war die Zidans zumindest in der Datenbank identifiziert bekommen. In der Winterpause gibt es vielleicht auch nochmal die ein oder andere neue Verpflichtung. Es sollte dann eher einer sein für die Spitze, weil die Breite ist ja grundsolide.
besetzt. So, jetzt kommt. Versuchen wir uns mal die zweite Halbzeit zu konzentrieren. Wir brauchen 3 Punkte. Bukele kommt. Immer wieder das übliche Umlaufenspiel mit Elis. Weißbeck. Elis. Na, wo ist die Lücke? Am Ende müssen wir mit Elis in die Einzelaktion gehen oder in die Vorlagensituation. Wieder frühes Tor für die Girondins. 1:2. Wieder ist es Zdravko Vipotnik. Ja. Das sind die Situationen, wo wir den Slowenen oder Slowaken, vielleicht auch Weißrussen, keine Ahnung, wahrscheinlich Slowake. Ich tippe auf Slowake. Ich habe mich nicht informiert über meine Mannschaft. Zdravko Vipotnik braucht diese Abschlusssituationen in der Box. Geduldiger Fußball, das ist auch mal hervorzuheben. Dann Elis isolieren, um ihn in die 1 gegen 1 Situation zu bekommen. Und dann passt es irgendwie sehr genau. Den kannst du auch nur sofort nehmen, weil sonst stehst du wieder in die Honnerfüßen. Ja, dann ist er aus der Distanz natürlich auch nicht zu parieren. Also ich bin ehrlicherweise... Nee, ich wollte mich konzentrieren. Nein, ich gehe jetzt nicht auf den Fußballmanager 13 ein. Ich habe es mal gespielt. Habe aber nicht sehr lange durchgehalten. Ich bin, glaube ich, aus Fußballmanager irgendwie raus. Irgendwie kriege ich mich da nicht mehr so lange für motiviert dran zu bleiben. Aber ich bin Anstoßjünger. Das hat meine Jugend geprägt. Anstoß durchzusuchen. So, zweite Halbzeit in die Horn. Sumare. Wieder ist eine Lücke. Da gibt es die Antwort. Gibt es nicht. Gut geklärt. Vipotnik wichtig. Jawohl. Na, zu hektisch von Livolant. Muss man jetzt nach fast 6 Ligaspielen mal so festhalten. Der Kollege fällt ein bisschen ab auf links draußen versus der Strahlkraft eines Elis auf der gegenüberliegenden Seite. Will den Ball in den Fuß? Kriegt er nicht. Jetzt kriegt er. Ja, Ignatenko macht Meter. Jetzt fehlt er natürlich im Mittelfeld in der Rückwärtsbewegung. Asale. Oh, mit ein bisschen Scheibenglück kommen wir in eine gute Umschaltbewegung. Da ist der angesagte Livolant. Da ist der angesagte Livolant. Da muss er das Spiel vorentscheiden. Riesenchance für Livolant. Gute Umschaltbewegung der Gäste. Und Livolant scheitert am Pfosten. Elis. Weiter stolpern. Egal. Ignatenko. Wo kommt's Angebot? Kommt nicht. Ne, Vipotnik kommt nicht. Aber zieht das Foul. Vipotnik zieht das Foul. Nehmen wir gerne mit. Riesenchance von Livolant hier auf 3-1 zu stellen. Ja, clever geschunden. Clever geschunden von Vipotnik. So. Weißbeck. Nochmal die Erinnerung. Virtual Red Patch, Ultimate Master League Patch, aber auch El Giro eFootball 4.0 Gameplay Mod. Und da lädt sich der Schussbalken beim Freistoß ausführen sehr, sehr schnell auf. Also das ist kein Freilos wie bei Vanilla PES 21. Könnte aber klappen. Ah, ja, nicht komplett dramatisch, Latte raus, aber die Richtung stimmte. Für Weißbeck, der auch noch auf seine Knotenplatzer-Situation hier wartet in dieser Saison. Viele haben ihn als den Spieler identifiziert, der unter Zidans Führung logischerweise mit der gleichen Position, vielleicht auch der gleichen Mentalität, ja, die gleichen oder die größten Entwicklungssprünge machen könnte. Elis ist durch. Vipotnik winkt. Vipotnik ist gut in der Box. Vipotnik. Schön den Pöppes rausgestellt. Ball erstmal kontrolliert, dann aber doch nicht zum Abschluss gekommen. Livolant. Eckball. Und wir haben bei Elis und Livolant jetzt auch gesehen. Müdigkeit setzt ein. Dreierwechsel in der Offensive. Nur Vipotnik bleibt im Spiel. Football Life ist auf jeden Fall deutlich. Also, erstmal zu Ende sein. So. Football Life ist vom Gameplay her deutlich simulationslastiger, möchte ich es dann nennen, als Vanilla. Also da ist langsamer, man muss sauberer klicken für mein Gefühl. Da war Football Life 23 ganz schlimm. Das hat mir dann ehrlicherweise gar keinen Spaß gemacht, weil das war so Hardcore-simulationig. Mit jeder Annahme muss man sauber klicken und alles sehr langsam und gemäßigt. Also Hardcore-Simulation, da sind sie jetzt bei Football Life 24 ein bisschen für mein Spielgefühl angenehmer geworden. Dann haben sie aber, das ist auch wieder so eine Gönnung aus der Community oder aus der Modding-Szene, sie haben einen sogenannten Switcher dabei, wo du mit einem Klick
so ein kleines Menü aufmachst, bevor du das Spiel startest und da dann einfach sagen kannst, ich hätte gerne folgendes Gameplay. Und dann kannst du dir vorm Start von PES 21 das Gameplay deines Wunsches auswählen quasi. Du kannst dann sagen, ich möchte Vanilla Gameplay, ich möchte Football Live 23 Gameplay, ich möchte Football Live 24 Gameplay. Und wenn du ein bisschen, wenn du dir ein bisschen anliest, wie man PES moddet, und das ist dann teilweise echt nur Dateien austauschen, kannst du dir ein ganz freies Gameplay zum Beispiel aus dem Evo-Web holen, wie ich jetzt hier das eFootball 4.0 empfehlen würde. Und dann ist Football Live das Gameplay, was du letzten Endes willst. Also auch wenn sie so ein bisschen die Dateien umbenannt haben, dass das nach einem eigenen Spiel wirkt und dass man nicht ohne weiteres den Virtual Red über Football Live drüber kopieren kann, ist die Dateistruktur und so, ne, das ist alles schon das Gleiche. Ist immer noch die Basis, das gleiche Videospiel PES 21. Also kannst du mit Football Live das Gameplay spielen, letzten Endes, worauf du Bock hast. So, Pitu ist mal durch. Erste Szene. Kopf ist oben. Gordic! 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 Ey, Jungs! Nochmal 3 Meter näher am Tor. Da muss der Diorde das Spiel doch entscheiden jetzt um die Uhrzeit. 82. Nächste Großchance. Bordeaux drauf und dran. Den ersten Saisonsieg zu holen. Davyatschvili ist auch ein bisschen unruhig. Viel zu wenig Spielzeit für den Georgier. Nächste Flankensituation. Erster Pfosten wie Potnik. Ey. Haben noch 2 Wechsel, sehe ich gerade. So, ein bisschen defensiver. Jetzt die Mitte dicht machen. Also Football Live ist generell gesagt, die für für jeden Interessierten an PES 21, der das Spiel nicht aktuell auf Steam hat, die beste Lösung. Schnell runtergeladen, also ja, schnell, genau, ist auch das Stadionpaket fehlt zum Beispiel auch da. Also da hast du dann mit ein paar Gigabyte, also weniger als 100 Gigabyte, hast du erstmal ein voll funktionsfähiges und gemoddetes, ohne viele Stadien, aber behaftetes PES 21. Da musst du keine 300 € für Key ausgeben oder irgendwie die Crack-Version finden! Wenn wir das jetzt noch verbaseln, ne, dann können wir, glaube ich, aufhören mit der Master League. Das muss der erste Sieg jetzt werden. Riesenchance für die Ron nochmal. Big Save von Strazek. Aber ja, ist ja auch vor allen Dingen alles kostenfrei. Und es ist nicht illegal, weil PES 21 ist quasi Abandonware, nennt man das. Du kannst theoretisch, also du kannst einfach PES 21 Download eingeben und müsstest unstrafbar Download-Links finden. Und Football Live ist dann halt eben ein gemoddetes, umgeflecktes PES 21 auf aktuelle Datensätze und eben mit neuen Farben und mit neuen Logos und so. Also dementsprechend, wer PES 21 spielen will und es aktuell nicht auf seinem PC hat, der kann einfach oder sollte oder kann sich bei Football Live bedienen. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt auf einmal nochmal ihre Abschlüsse bekommen. Puh, aber ich glaube, na gut, Ecke kann immer alles passieren. Ja, auf einmal findet die Ron doch mal den Mut der Verzweiflung, klein, klein am und sogar im 16er. Strazek rechtfertigt seine Startelf-Nominierung spät. Es reicht. Am Ende wackelt's bedenklich, aber Bordeaux lässt den Knoten platzen. 2-1 Auswärtssieg in die Ron. Auch wenn die letzten 10 Minuten sehr, sehr abenteuerlich waren, über weite Strecken eine ordentliche Partie der Jungs von Zinedine Zidane und wir möchten es einfach einen verdienten ersten Saisonsieg nennen. Das ist mir erstmal egal, aber die Tabelle wäre jetzt wichtig. Wir haben gegen einen Mittelfeldkonkurrenten, also auf Sicht eigentlich gar keinen Konkurrenten, gewonnen. Knoten geplatzt und jetzt sehe ich auch zum ersten Mal bewusst, Red Star war oben. Also auch wenn die Mannschaft von der Stärke irgendwie ein bisschen madig war, aber die sind oben dabei. Also war das 0-0 jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch. So, jetzt müssen wir ans Rollen kommen. Jetzt müssen die Dreier fliegen. So, was haben wir hier? Was, ich habe mich verklickt. Ich wollte eigentlich da oben auf Teammanagement. Wo ist es? Hä? Nein. Da, Teammanagement. Scouting. So, unsere Scouting-Abteilung findet immer wieder Spieler, die spannend sein könnten für das Wintertransferfenster. Ihr seht oben rechts, wir haben ein bisschen Jahresgehalt zusammengeholt durch das Abstoßen von Spielern. Ablösesummen von 20 Mille. Ja, haben wir genug.
Was haben wir hier? Angebote für Jonsen. Das ist wieder. Ah, okay. Ablösesumme von 288 bringt uns gar nichts. Weißbeck bringt uns gar nichts. Ein Simba. Alles Stammspieler, die ich nicht abgeben will. Beim Torwart hätte ich jetzt gesagt, das ist okay. Aber dann halt nicht für das Geld. Jetzt gucken wir aber trotzdem mal. Strazek, 26, Kollege hat noch lange Vertrag. 24, also das könnte auf Sicht. 33. Ja, dann ist im Endeffekt Strazek von mir aus auf Sicht unser Stammtor. Und wir können Jonsen weggeben. Das heißt, wir gehen hier mal in die Negotiation und sagen, wir wollen mindestens. Ja, machen wir so. Komm, dann kriegen wir Marktwert. Gucken wir mal, was die sagen. Dann würde er uns zum 1.1. verlassen. Ist ja für einen Ersatztorwart für einen 33-Jährigen gar nicht so verkehrt. Und dann hast du halt als Ersatz irgendwas anderes. Also gar nicht so dramatisch, wenn er gehen sollte. So, wir haben eine Woche trainiert. Wir haben uns gut zugeredet. Und jetzt kommt Amin SC ins Atlantik. Natürlich wollen wir unseren Lauf fortsetzen. Jonsen hat das auch mitbekommen. Ist demotiviert. Kriegt von Trainer Zidane sogar die Tribüne zum mal Gedanken kreisen lassen. So, jetzt sind wir hier wieder in der Stammbesetzung. Das passt. Hat jemand gut trainiert? Ein Simba. Oh, es ist schon auf 71 hoch. Ist natürlich bitter, ne? Wenn ich jetzt hier permanent dieses blinkende Pfeilchen habe, kommt der in Simba gar nicht mehr zum Einsatz. Aber der hatte hier, der kann auch rechts spielen. Geben wir ihm mal die Chance auf der rechten Verteidigerposition. Ansonsten Michelin immer noch mit Muskelfaserriss draußen. Da wird nichts riskiert. Und dann war's das. Mit Bastelei ist im Endeffekt die übliche Besetzung. Davitashvili hat Corona und deswegen bleibt er auch zu Hause. Und dann geht's raus. Was? Wie Potnik hatte Fall nach unten? Ey, wie kann man. Ich habe die Zidane-Söhne vergessen. Oh, das ist das, was ich meine. Ich komme von Gedanke auf Gedanke, laber, laber, klick, klick, klick und schon bist du wieder vorbei. Zidane-Söhne gucken wir uns heute noch an. Wie Potnik Fall nach unten? Echt jetzt? Hab ich auch wieder. Ja, auch blöd. Babé wieder in der Startelf. Wieder Capitano. Ja, heute 18 Uhr meine Fortuna in Dresden. Man möchte es das schwerste Erstrundenpokallos aller Zeiten nennen. Das wird witzig heute. Und das mit einer halben Mannschaft. Weil wir einfach keine Spieler verpflichten. Das macht Spaß. Deswegen muss ich mir erstmal meine guten Gefühle virtuell holen, um dann für 18 Uhr ein bisschen gepolstert zu sein. So, viele Man-Buns. Bei unseren Gästen aus Amiens. Amiens, ja, Amiens. So, vielleicht sie. So, Zidane. Mit dem bekannten 4-3-3. Strazek nach großartiger Schlussphase in Dijon wieder im Kasten. Die Gäste spiegeln das System der Girondins. Wer setzt sich bei 4-3-3 gegen 4-3-3 durch? Es wird natürlich ums schnelle Umschalten gehen, aber auch um die Hoheit im Dreieck, im Mittelfeld. So, allez, allez, Girondins, zweiter Sieg in Folge soll her. Der Blick will und muss nach oben gerichtet werden für die Mannen von Zinedine Zidane. Ich habe schon wieder keine Taktik umgestellt. Also, wir haben noch genug zu tun heute, wenn ich nur mal dran denken würde. Simba, heute überraschenderweise auf der Rechtsverteidigerposition aufgeboten. Immer wieder eine, ja, eigentlich dankbare, aber auch zugleich undankbare Situation für Zidane, zwei sehr gute Linksverteidiger zu haben, nämlich den hier auf der Linksverteidigerposition, das Talent und dann noch ein Simba, den eigentlich etatmäßigen Linksverteidiger. Aber Ekomi macht seine Situation, macht seine Sache auf links auch sehr gut, muss man sagen. Livolant, vielleicht mal aus der Distanz, ja, der will auch ein bisschen mehr beitragen. Ist sich der Kritik durchaus bewusst. Ja, das Lustige ist, meine Co-Trainer werfen hier so viele Fragen und so viele andere Videospiele rein, dass ich dann am Ende die Söhne Zidanes vergesse
meine Taktik umstellen vergesse. Aber Hauptsache, wir wissen am Ende, wo wir Football Live günstig oder umsonst runterladen bekommen und dass der FM13 mittlerweile auch 300 Euro als Key kostet. Aber den hatte ich auch nicht irgendwie im System. Das war, glaube ich, auch ganz blöd, weil das war damals nur EA Origin oder so. Das war nicht irgendwie auf Steam zu bekommen. 2013 auch nochmal eine ganze Ecke weiter weg als 2020 mit PES 21 Steam Release. Also da alles an einem Ort in so einem Launcher wie Steam zu haben, ist dann in die Richtung auch schon wieder ein Vorteil. Aber nun gut. Schön geblockt von Livolon, das wird aber kein Ball gewinnen. Abstoß für die Gäste. 70% Ballbesitz, gut, das ist in den ersten Minuten wenig überraschend. Wenn man ein bisschen gezirkelt, der Ball zirkulieren gelassen wird. Aber ist auch der Anspruch, klar, von Girondins Bordeaux. Hier Kontrolle im eigenen Stadion zu haben. Ekomi lässt klatschen auf Kasubi. Sucht Weißbeck. Kommt nicht an den Ball. Gibt es die Kontermöglichkeit? Da ist ein bisschen Lücke. Ne, gut abgefangen. Gut Laufwege zugemacht. Amins verlagert in die Mitte. Dann auf rechts raus. Bitte. Ekomi auch defensiv stabil. Jetzt vielleicht Schaltmöglichkeit. Ne. Livolot macht da. Die Situation alles andere als gut. Ist aber nichts draus geworden. Weißbeck. Weißbeck, schöner Double Touch. Gator Weißbeck. Wo ist die Situation? Da kommt Livolant mit. Livolant im 16er. Livolant im 16er. Scharfe. Nicht ganz so scharfe Hereingabe. Kein Problem für Sauvage. Im Tor der Gäste. La 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 la. Stimmung ist so 3 minus. Schalalala. Amrui, Ducauto. Schöne Situation. Flanke zu nah vors Tor und sofort schalten. Und sofort schalten, nämlich ihr wollt über die linke Seite umlaufen und Druck machen. Na, dann kriegt er aber sofort den Elis um die Ohren gehauen. Elis wartet auf den Simba mit dem schwachen Rechten. Schöne Segelflanke. Da könnte was gehen, wenn der Livolant ein Kopfballmonster wäre. Ist er aber nicht. Ja, echt, genau. Es ist also die Situation, der Moment, wann welche Themen gespawnt werden, ist essentiell wichtig. Wenn ihr mich mit Schlusspfiff fragt, welches Retro-PES ich gerade spiele, dann erzähle ich euch 5 Minuten was von PES 4. Und bin im nächsten Spiel und merke, oh, Zidane hat ja 5 Söhne. Flanke ist nicht verkehrt. Und jetzt kann Livolot den Abpraller nehmen. Ja, es lässt sich gut an. Also ich merke auch am Pad eine gewisse Selbstverständlichkeit wieder. Da war der erste Stream zugegeben holprig und die Ergebnisse entsprechend. Aber heute lässt sich das alles ein bisschen besser an. Es floppt. Das muss ich jetzt natürlich noch mit Tor, mit Zahlen oben links im Scoreboard untermalen. Aber ansonsten es lässt sich ganz gut an heute. Elis. 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 Bitte zum Tanz. Doppelpass. Ja, der war ein bisschen unnötig krampfig. Trotzdem, Pedro Diaz bleibt in der Szene. Weißbeck. Ja. Elis. Ja, gut. Irgendwie kriegen wir die Seite überlagert. Überladen heißt es, glaube ich. Ne? Und kommen dann zur Flanke. Das sind eigentlich die Situationen. Und so hat der Wipotnik ja auch das 1-0 gemacht in die Horn. Wo sich das Erzwingen ja durchaus lohnt. Langer Schlag. Simba, recht unauffällig auf der ungewohnten rechten Seite. Jetzt kommt. Ja. Schön verzögert. Dann war ein Simba, legt sich den mal auf den starken linken. Das geht besser, Livolant. Er gewinnt einfach kein Kopfballduell. Da brauchen wir Wipotnik. Oder nichts. Ja, passt in den Rücken. Und 0:0. Das auch. Ja, richtig, genau. Das hat mir ja im ersten Stream umgestellt. Legende war schon hart, hart, hart zu spielen. Also da bin ich da vielleicht einfach nicht mehr gut genug oder es macht auch weniger Spaß hier. Ist schon okay so, ist herausfordernd genug, KI macht mit, aber auf der anderen Seite haben wir auch mit das beste Team der Liga. Da sollte auch ein bisschen Überlegenheit erkennbar sein. Ich meine, die Horn war ja auch ein glückliches 2-1. Also wir rasieren ja jetzt die KI nicht aus dem virtuellen Stadion seit der Umstellung auf Schwierigkeitsgrad Superstar runter von Legende. Dementsprechend war das, glaube ich, so für das Gesamtgefühl eine richtige Entscheidung. Jetzt erstmal Stille.
0-1. Matthias Duckert. Schön. Ja, Zidane ist ungehalten. Zu Recht. Aber ja, ja. 16, 17, 18 Meter Funk. Ja, ist zu einfach. Da ist keine. Da ist kein Druck mehr auf Ducato nach einem leichten Haken. Da sieht. Ja, Simba ist es. Nicht gut aus. Ja. Er antizipiert den Haken mit dem rechten Fuß aufs lange Eck. Aber ein bisschen zu einfach ausspielen zu lassen. Und dann, ja, haben wir wieder Druck auf dem Kessel. 0-1, 49. Minute. Das wird hier keinem im Atlantik gefallen. Elis, jetzt beim Doppelpass mit Weißbeck. Elis. Am Ende werden alle Räume gut zugelaufen und wir warten auf den Außenverteidiger. Und wir warten auf den Abpraller. Oh. Fast. Abschlusssituation für Wepotnik. Ducato, was macht er? Wird gedoppelt. Nein, dann rutsch ich blöd aus dem Passweg. Macht den leichten Pass auf. Und er weiß sich zu befreien. Babe, sehr gut. Schiedsrichter lässt laufen. Jetzt Überfall auf Diaz. Diaz. Wepotnik. Ja, so kann es doch gehen. Ja, Wepotnik muss sofort in die Abschlüsse kommen. Nicht den Ball irgendwie behaupten wollen. Nicht komisch nochmal aufbocken. Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Weiß ich jetzt nicht sicher, aber kann mir vorstellen, Wepotnik hat auch First-Time-Shot. Also Direktabnahmen mit höherer Wahrscheinlichkeit auf einfach nur Torjubel. Dementsprechend würde das gut passen. Oh, Mann, Livolant, Kollege. Spieler des Monats wird er so nicht. Pressing kommt. Ja, jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Oh. Aber ja, da waren wir gut im Kollektiv unterwegs mit Pressing. Hoch angelaufen. Hat geklappt. Elis. Weißbeck. Elis und Weißbeck. Kreativer wird's nicht. Guter Fußball. Guter Fußball belohnt euch doch. Pedro Diaz. Den hält jetzt auch nicht mehr so viel im Mittelfeld. Ja, da hat alles geklappt. Bis auf den Abschluss hat jeder Pass geklappt. Och, du Schande, das sind 6, 7 Meter. Den kann man auch einfach mal machen. Ecke von Elis. Bordeaux erhöht das Risiko und den Druck. Abschluss, Abschluss. Nein, da stehen sie sich im Weg. Da stehen sie sich im Weg. Ein Simba, Szene lebt. Wepotnik am dritten Pfosten. Wepotnik. Na, ich war doch geblockt mit der Hacke. Der Kollege mit der 29. Ganz, ganz wichtig, da die Hacke auszufahren. Wepotnik. Da rechnet er, glaube ich, nicht mehr damit, dass der Mandat unterm Ball durchtaucht. Leicht irritiert und das reicht dann. Auch wenn es irgendwie nur 2 Meter Torabstand waren. Für Wepotnik. Aber Bordeaux ist im Spiel. Bordeaux kurbelt. Wepotnik. Elis. Nein, der war doof. Der war zu krampfig. Grätsche kommt, klappt nicht. Ducato, Schnuckelball in die Tiefe. Ducato mit Zauberball. Stratzek mit allem, was er hat. Vor allen Dingen Arme, Händen und Jochbein. Den irgendwo noch abgewehrt. Und verteilen, verteilen, breit machen. Ekomi. Ekomi, Kurbel, Kurbel, Kurbel. Livolant. Ja, guck mal, wie eng die das da halten. Umschaltspiel ist der Schlüssel. Hochpressen, Situation erzwingen. Das mag Armin jetzt natürlich. Ja, gut befreit. Klappt nicht immer mit dem hohen Pressing. Und so bist du anfällig. Sehr geduldiger Vortrag. Sehr guter Vortrag. Oh, der ist eigentlich zu ungenau. Am Ende hast du doch einen Ducato wieder in der Verlosung. Traumhaft gespielt. Ducato wieder. Den kriegen wir nicht in den Griff. Jetzt aber Kontermöglichkeit. Darf eigentlich nicht sein bei Rückstand. Aber wir nehmen es natürlich trotzdem mit. Umschaltspiel. Linie ist offen. Armin spielt es auch sehr reif jetzt. Einmal kurzer Aufreger. Jetzt haben sie es wieder im Griff. Ducato geblockt. Livolant, was machst du? Wepotnik, was machst du da vorne? Ja, gut. Initiiert. Kriegen wir das Foul. Jetzt müssen wir mal wechseln. Ja, Spiel breit machen kann die Lösung sein. Keine Frage. Jetzt dürfte, ja, es ist schon relativ spät im Spiel. Wepotnik hat nicht Fall nach unten. Habe ich nicht übersehen. Ja, Ersatzstürmer ist ein 57er. Das können wir uns eigentlich haken.
Kann der das auch? Ah, warte, machen wir so. Versuchen wir es mal. Ach, jetzt, verdammt. Jetzt hat ausgerechnet der Davitashvili genau jetzt Corona. Super. Da, wo du... Ja. Alles nochmal rausholen. So, alles nach vorne. All out attack. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen hier. Den Dämpfer zu verhindern. De Lima. Flanke kommt. Wer kommt? Elis, der schön. Der schön. Der schön. So einfach geht's. Ausgleich. Erster Ballkontakt für Pitu. Ja, guck mal. So einfach geht's. Ausgleich im Atlantik. Und ich glaube, es war wieder Elis mit einer Vorlage und in dem Fall Absatzkick. Genial. Nein, kein Absatzkick, aber den musst du erstmal sehen, den Kollegen mehr oder weniger im toten Winkel. Gute Ballkontrolle und dann Non-Look auf den zweiten Pfosten. Und den kriegt er im kurzen Eck nicht mehr abgewehrt. Und vollkommen richtig. Jetzt geht eigentlich auch noch der Sieg. Mit frischen Kräften vorne. 10 Minuten sind noch zu gehen. Mein Armin war jetzt nicht komplett unterlegen. Die können genauso gut nochmal auf Sieg gehen. Aber irgendwo möchtest du jetzt in diesem Hexenkessel eher auf den Heimsieg spekulieren. Wenn überhaupt noch was passiert. Elis. Hat in dieser Saison auch noch nicht Zentrumsstürmer gespielt. Ekomi. Dampf machen. Mit Pitu. Schöne Drehung. Ekomi kommt. Schöner Absatzkick. Ekomi. Flanke. Flanke kommt. Gordic. Szene lebt weiter. Ja, unangenehm bleiben. 88. Oh, gut. Kasubi. Gut. Mittelfeld ist offen. Ignatenko. Doppelpass. Ja. Elis. Körper ist drin. Foul. Oh, ja, gut. Ist halt nicht der robusteste. Unser kleines hondurianisches Flimflämmchen auf eigentlich rechts draußen. Oh, das ist gut gespielt. Oh, das ist gut gespielt. Babé, passt auf. Plus zwei. Nochmal All-Out-Attack vielleicht für die letzte Szene. Na, da laufe ich weg. Da laufe ich weg. Nicht so clever. Und der ist zu tief. Und dann haben wir einfach Feierabend. Oh, macht der Tor ab. Oh, nein, Katastrophen-Move. War komplett von mir gesteuert. Also Katastrophen-Move am Pad. Auch wenn... Oh, du Scheiße. Das wäre es echt gewesen. Typischer Ducauto. Wieder clever. Gut am Ball, der Portugies. Glück gehabt. Ah, absolut. Absolut Glück gehabt. Da hätte ich mir fast noch verbockt. Strazek gibt dann am Ende den Daumen hoch. So nach dem Motto, passiert mir nicht nochmal. Jetzt habe ich das All-Out-Attack auch vergessen auszulösen. Jetzt fehlt mir nämlich hinten ein Innenverteidiger. Oh. Das muss eigentlich bestraft werden. Wird es nicht. Trotzdem zu wenig. Moral hin oder her, gute Leistung oder wie auch immer, aber es ist am Ende zu wenig, das 1:1 durch Pitu. Ja, die Zahlen sehen immer ganz grundsolide aus, aber wir wollen uns oder wir müssen uns langsam nach oben orientieren, sonst guckt doch keiner mehr im Stream zu und wir müssen wieder auf PES 4 wechseln. So, okay, war nicht gut. Wir bleiben weiter im Mittelfeld verhängend und ich weiß ehrlicherweise nicht, ich glaube... diese zwei grünen Pfeile rechts oben in der Tabelle sagen, die ersten zwei steigen nur auf. Kann das sein? Gibt es da noch Playoffs? Gibt es das in echt? Gibt es das in PES? In jedem Fall, wenn wir jetzt mal ganz unromantisch rechnen, wir sind schon 7 Punkte hinter Platz 1 bzw. hier 2 zurück. Also wir brauchen jetzt langsam mal eine Entwicklung im Sinne von Siegesserie. So. Das mal angesagt. Den Druck mal erhöht. So, jetzt geht es nach... Paris FC. Okay. Aber jetzt denken wir an folgende Dinge. Wir denken an blöde Taktik ausstellen. Wo ging das nochmal? Hier. Und dann Attacking Instructions. Nee. Advanced. Das ist das, ne? Genau. Also wir haben nichts für die Attacke. Jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt können wir uns ja theoretisch mal überlegen, was wir generell wollen. Anchoring, for example, will keep sent. Das können wir mal machen. Auf Vipotnik, damit er sich nicht immer ins Mittelfeld fallen lässt. Dann... Wir wollen eigentlich nicht zwingend breit spielen. Attacking Fullbacks machen wir ja eigentlich schon. Können wir eigentlich alles weglassen. Und dann Flanke. Ja, mache ich auch mal. So, dann Wingback. Ist im Endeffekt für
ja, dass sie halt zurückarbeiten, unsere Flügeloffensiven. Und Gegenpress ist für Druckaufbau. Das ist gar nicht so verkehrt. Kannst du ja lassen. Das Einzige, was ich mich jetzt frage, ist, woher weiß das Spiel, was automatisch angeschaltet. Achso, es ist alles automatisch angeschaltet. Ne? Das ist das. Also habe ich jetzt zum Start, habe ich alle vier Dinge angewählt und ich muss die individuell immer ausmachen, wenn ich sie nicht will. Und das wäre hier bei Wingback zum Beispiel der Fall, also nach links. Und gegenpressen, sofort gierig willst du auch nicht. Okay. Also haben wir das mal gemacht. Dann wollten wir die Zidane-Söhne angucken. Ach du Scheiße, wir finden tatsächlich viele Zidans. So, das heißt, wir haben einen Achter und Zehner. Warte mal, irgendwer von euch hatte doch hier eben die Namen richtig runtergeschrieben, oder? Das ist Theo. Theo Zidane mit Originalgesicht. Auf 8 und 10. Keine guten Werte, nichts Besonderes. Wir nehmen den jetzt einfach mal fürs Gefühl auf eine Liste. Geht das? Ja. So, dann haben wir Luca. Luca Zidane. Das ist der Torwart von Real Madrid. Das ist kein Originalgesicht und das ist kein richtig ernst gemeinter Zidane. Also das ist Luca. Torwart reizt mich jetzt ehrlicherweise überhaupt null. Klein, 1,83 und Torwart. Was ist mit dem schiefgelaufen? Ja, okay. So, und das ist dann Enzo. Genau, das ist der erste Sohn. Das ist der Kollege, der nach Enzo Francescoli benannt wurde. Kein Originalgesicht, komisch. Ist auch schon 28. Ja, ist tatsächlich der erste Sohn, habe ich richtig. Hole Player ist schon mal gut. Ja, alles irgendwie so geht so, ne? Ich meine, nehme ich jetzt auch mal fürs Gefühl, aber da ist keiner dabei, der uns sofort ins Gesicht springt. Den müssen wir holen, weil er uns besser macht. So, das waren die drei Zidane-Söhne. Guck mal, wie ich hier abarbeite. Drittes ist, was ist Form? Was heißt das mit Form? Form, 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 Form. Ja, stimmt schon. Ja, komm. Hast du recht. Als Ersatztorwart kann man den holen, das stimmt. So, alle drei sind. Oh, Originalgesicht. Das ist ja auch super schön, wenn auf der Bank ein Originalgesicht sitzt. Was war das jetzt mit der Form? Was heißt Form? Form soll ich beachten? Ach so, das habe ich ja. Das habe ich ja. Also, meine Regel ist nur roter Pfeil nach unten darf nicht spielen, nicht orangener Pfeil. Deswegen war das mit Wipotnik jetzt kein Fehler. Da habe ich nichts übersehen. So, wie sieht es denn hier auf? Michela kann wieder. Können wir den wieder in die Elf und Sissoko können wir eigentlich auch mal reinholen für Depossé. Ja, können wir mal holen. Wer hat sonst noch gut trainiert? De Lema. Ja, für Tebile. Dann haben wir einen Ersatztor. Nee, also Jonsen wollten wir jetzt mehr oder weniger wegmobben. Ja, passt. Darf zumindest wieder auf die Bank. Davitashvili. 4-4-2 spielen die Kollegen, das ist okay. Und Pito kriegt jetzt seine Startelf-Chance nach dem Ausgleichstor. Und einem Livolant, der einfach hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ja, Kader sind generell bei diesen ganzen Mods und Patches immer super tief. Das stimmt soweit. Und wir haben keinen zu verkaufen geschafft. Das ist wiederum ein bisschen nachvollziehbar, wenn du jetzt in der zweiten Liga bist und willst einen 59er verkaufen. Wer soll den kaufen? Also da gibt es nicht so viele Mannschaften im System, die an einem 59er irgendwie Interesse haben. Deswegen haben wir keinen Spieler verkauft bekommen. Und wir haben nur alles unter 60 abgestoßen, um das Jahresgehalt zu sparen. Also das haben wir dann gemacht. Aber nee, verkaufen hat nicht geklappt und auch Spieler verpflichten hat nicht geklappt. Ich glaube, da haben wir auch einen Versuch unternommen. Aber dann war das auch mit dem Geld irgendwie eine Einschränkung, mit dem Gehalt vor allen Dingen. So, wir haben gerade gesehen, Paris FC möchte PSG angreifen, aber Paris FC ist von Bahrain gesponsert und Qatar ist Saint-Germain von Katar. Also weiß ich nicht, ob ich hier Paris FC so deutlich sympathischer finden sollte. Eher so überhaupt nicht. Dementsprechend nochmal mehr Motivation hier in die Suppe zu spucken. Ungeschlagen noch im Stream. Sehen wir es positiv, das wollen wir fortsetzen. Timothée Kolodziej in der Innenverteidigung, der Ex-Schalker.
und glaube ich auch Ex-FC Sevilla-Spieler. Also, dass der in die zweite französische Liga mittlerweile durchgereicht wurde, sieht nicht so gut aus für den Kollegen. Karriere auf dem absteigenden Ast. Auf geht's. Von rechts nach links in Weiß die Girondins. Mit ultimativer Konzentration. Also jetzt kann ich die beiden Defensivstrategien ausstellen und die beiden Offensivstrategien. Alles vorne auf Wipotnik. Bleibt erstmal erhalten. Oh, oi, feiner Fußballer. Sofort rumschnuckeln hier, der Zehner. Ja, gutes Doppel. Klappt. Nee, klappt nicht. Kein Ballgewinn. Paris lässt sich ganz viel Zeit hier, das Zehner heraufzubeschwören. Wir kriegen den ganz großen Druck nicht drauf. Erster Abschluss. Erster Pfostentreffer. Ui. Den hat er, glaube ich, auch spät gesehen. Der Stratzek. Nächste Unruhe. Ui, was ist hier los? Erster Abschlusspfosten raus. Da. Oh, schöner Dripping-Shot vom Zehner, auf den werden wir aufpassen müssen. Und die Szene bleibt heiß, zum Glück geblockt von Babé. Und mit ein bisschen Unterschnitt-Drall segelt der Ball am langen Pfosten vorbei. Ich glaube, den hätte Stratzek auch nicht zu parieren geschafft mit der komischen Flugbahn. Also erstes Mal durchatmen. Erstes Mal Glück für Bordeaux. Nächster Abschluss. Paris kommt hier wie die Feuerwehr. Wie eine gemäßigte, umsichtige Feuerwehr aus der Kabine. Und der war diesmal ohne Fuß dazwischen vorbei. Abschlag. Für die Gäste. Jetzt mal ein bisschen Ruhe reinkriegen. Ein bisschen Kontrolle reinkriegen. Und Fußball. Kasubi. Ganz einfacher Fehlpass. Das darf nicht passieren. Kein Druck, kein gar nichts. Dann wird pressen. Gut, wie Potnik ist da immer der Pressingsanführer vorne, gibt das Zeichen. Und oftmals wird es dann unter seiner Anleitung unangenehm für die gegnerische Verteidigung ein Spiel aufzuziehen. Jetzt aber gut befreit. Godin. Den hat Marcela aber gut abgefangen. Gibt es einen Konter? Naja, dauert. Elis. Schön verteilen. Pitou. Weißbeck kommt. Ekumi kommt nicht. Jetzt kommt er. Jawohl. Mit Pitou im Zusammenspiel. Kommt die Flanke. Ja, noch einmal rum, Weißbeck. Wo ist die Lücke? Weißbeck geht selber mal in die in den 16er rein. Weißbeck! Ja, warum denn nicht? Die Szene lebt. Die Szene lebt, wieder geblockt. Dass mir diese Rücklagen an den 16er zum Direktabschluss immer weggeblockt werden. Aber okay, guter Vortrag. Auch Girondin kann mit Umsicht eine Angriffssequenz aufziehen. Das muss nicht immer nur über hektisches Umschaltspiel gehen. Marcella, resolut, Weißbeck. Jetzt haben wir vielleicht diese Umschaltsituation, die angesprochene. Wie Botnik auf Elis. Elis bleibt hängen. Ja, Mbo ist auch nicht von gestern. Aber jetzt sind wir zumindest in der Partie drin. Ersten Schrecksekunden schadlos überstanden. Kaum sage ich's, nähert sich Paris schon wieder an. Gut. Ah, Weißbeck, wichtig. Kriegt den Fuß aber nicht vor im 10er-Duell. Jetzt doch irgendwie befreit. Geht oben was. Elis winkt. Ne, leider nicht. Zweiter Ball landet stümperhaft bei Paris. Oh, schöner Doppelpass. Schöner Doppelpass. Stratzek. Passt auf. Abwerfen. Komm. Wir müssen auch nicht einschlafen. Ekumi. Tempo, Tempo, Tempo. Pito. Overhauls Angebot. Kommt kein Angebot. Muss abbrechen. Weißbeck kommt. Ja, müssen wir wieder verlagern. Spiel breit machen. Elis. Die Potnik hat ein bisschen Glück. Warum? Ja, das ist doch kein Foul, Mann. Blödes Rumgerumpel. Ja, hat den oben in den Nacken gehauen. Das pfeift er jetzt. Dieses einfache mit dem Ball einen Schritt gehen. Ja, vollkommen zurecht. Was soll das? Ist kein Foul. So, komm, alle nach vorne schieben. Oh, der kommt genau zu Sami Alakouch, wie er soll.
quirlt sich da vorbei und kommt durch. Wieder Alakuch. Flanke ist nicht verkehrt. Ui, Nase des Volkes. Hamel. Auch bei Paris. Viele Dutz und Manbuns und Frisurenkatastrophen. Aber da darf ich nicht von reden. Ich weiß. Alles gut. Alle sind so hübsch, wie sie halt hübsch sind. Alakuch kennt man auch, oder? War der auch mal in der Bundesliga? Irgendwie kommt mir der Name im Kopf. Oder war es ein anderer Alakuch, der vor 20 Jahren mal bei der FIFA-Weltmeisterschaft 98 für Marokko gespielt hat? Vielleicht ist der Name ganz anders gespielt. Vollkommen egal. Muss man ausbremsen, wie die ganze Truppe hier. 38 Minuten gespielt. Die Partie hat sich ein bisschen beruhigt. Weißbeck, Messala. Jetzt ist Geduld gefragt. 4-4-2 steht gut massiert in der eigenen Hälfte. Paris lässt wenig zu. Pitou jetzt vielleicht mal mit Explosion. Jawohl, Pitou. Pitou mit komischem Move. Sollte Double Touch werden. Wurde es aber nicht. Szene lebt. Elis gegen zwei. Kriegt den Ball nicht verteidigt. Einwurf. Ja, ich glaube, es wird am Ende über Umschaltsituationen gehen müssen. Also, wenn die 4-4-2. Wenn das 4-4-2 Korsett erstmal Platz gefunden hat in der eigenen Hälfte, dann komme ich dann nicht so einfach durch. Und dann war es das. Paris sehr souverän am Ball, lässt wenig anbrennen. Erste Drucksituation zu Beginn der Halbzeit haben wir dann wiederum gut überstanden. So geht's. Ja, schiedlich friedlich, möchte man fast sagen, über die 45 Minuten mit 0:0 in die Pause. Beide Mannschaften hatten Momente, aber da muss mehr kommen, wenn man hier auf drei Punkte gehen will. Und die brauchen vor allen Dingen die Gäste aus Bordeaux. Wir spielen mit eFootball 4.0 Gameplay Mod, heißt das. Also ist im Evo Web leicht zu finden unter dem Modder-Namen El Giro. Also er macht ganz viele Gameplay Mods, immer mal wieder mit der ein oder anderen Ausrichtungsänderung, mehr Dynamik, mehr tolle Dribblings und so Geschichten. Das erklärt er dann auch immer. Aber ich habe da ganz viele Versionen von ihm runtergeladen. Ich glaube, ich bin bei 4.0 hängen geblieben. Es gibt mittlerweile schon 6.0, glaube ich. Also ist auch eine Gameplay-Mod dahinter. Nicht nur Daten, Scoreboard, bla Mod, sondern auch eine Gameplay-Mod im Start. Kann ich auch nur empfehlen. Also Vanilla PES 21 finde ich jetzt mittlerweile nicht mehr so spielbar, ehrlicherweise. Und Football Live Gameplay finde ich zu krass. Zu langsam, zu simulationsnervig. Aber da gibt es genug Auswahl im Evo-Web und ich bin bei El Giros Gameplay-Mods jetzt hängen geblieben. Und das, wo ich es eben gesagt hatte, wie die zu installieren gehen, ist tatsächlich nur zwei Dateien überschreiben oder austauschen. Das ist ganz leicht zu installieren. So, jetzt von links nach rechts. Wer findet die Lücke oder wer geht vielleicht auch mehr Risiko? Wer nimmt mehr Mut in die Hand? Jetzt gutes Doppel da auf dem Flügel mit Pete. Nein, wieder rutsche ich dran vorbei. Und wieder kriegen wir den Ball nicht behauptet. Nicht gewonnen. Barbé mit einem guten Kopfball. Pitou. Behaupten. Oh. Ah, Paris lässt sich da auch nicht wegspielen. Jetzt wie Botnik. Ah, krieg ich den Fuß nicht vor. Und sehr gut. Elis. Ja, jetzt nicht ineinander stolpern, bitte. Klappt. Marcella. Bukele. Und Tempo. Bukele. Pedro Diaz. Wenn Elis sich ins Mittelfeld fallen lässt, dann muss ein Pedro Diaz auf den Flügel kommen. Bukele. Die ist zu nah vors Tor. Szene lebt aber noch. Nein, zu unsauber. Noch kriegen wir Elis nicht in seine Abschlusssituationen. Oder in seine Dribblings zumindest. Und von Vipotnik können wir auch nur träumen im 16er am Ball. Paris hat defensiv sehr gut unter Kontrolle. Hamel geblockt. Geber. Oh, nicht so ein Schimmelding. Glück gehabt. Ball träufelt in die Verteidigerfüße. Lasne, haben wir. Ja, jetzt schalten. Jetzt, Kabusi kann schalten. Ah, Pitou, kriegt er die Lücke? Müssen wir mal versuchen. Nee, wieder schlecht. Es bleibt hart umkämpft im Mittelfeld. Und dieser Wunsch nach Umschaltspiel, ja, der kommt auch nicht so ohne weiteres zustande. Sehr aufmerksames Zurückarbeiten der Gastgeber. Jetzt mal Elis, wie Potnik. Ja, gut behauptet. Ist da eine Lücke? Ja, da ist ein bisschen Platz auf rechts. Bukele.
74. Bukele. Ist das anstrengend. Alakuch für Cegi. Wenig zu sehen vom Franco-Marokkaner. Pitou ist müde. Jetzt kommt Le Volant. Die beiden sind so wichtig. Die wechsle ich ungern zu früh aus. Der Lima hat gut trainiert. Michela kommt wieder zurück nach seinem kleinen Muskelfaserriss. Simba darf auch mal wieder wirbeln. Bisschen hinter dem Eigengewächs. Ekomi zurückgefallen. Aber in jedem Fall breit besetzter Kader. Da kann sie sich dann nicht beschweren. Mit der Truppe kann man, muss man eigentlich sogar, oben mitspielen. Elis Flanke geblockt. Diaz. Weißbeck. Ja, offene Sohle, aber viel Ball dabei. Schiri lässt es laufen. Elis. Wo ist der Fipotik? Fußball. Ja. Oh, Weißbeck mit dem schwachen Linken. Ja, ja. Weiß er selber. Ja, ja. Sie dann genau mit der gleichen Reaktion. Erstmal Hände vors Gesicht. Was ist das für ein kümmerlicher Abschluss? Aber dann weiter dran glauben, weiter kurbeln. Da. Ja, vielleicht auch zu hektisch abgeschlossen in der Szene. Da kommt dann alles so, das kommt alles zusammen. So, du kriegst keine einfachen Abschlüsse. Wenn du dann mal in der Nähe bist, willst du erzwingen. Und dann nimmst du auch manchmal solche Situationen, die eigentlich gar nicht so vielversprechend sind mit Körperposition. Mit Verteidigern davor, die zur Not auch noch blocken können. Aber ja. Die Leichtigkeit haben wir auf jeden Fall noch nicht erspielt. Auch nicht im zweiten Stream zum Tagebuch. Schön gedoppelt. Sauberer Ballgewinn. Ein Simba hat Platz. Ja, mit Le Volant. Nicht so ganz, aber irgendwie bleibt die Szene am Leben. Wie Potnik. Elis kriegt den Fuß nicht vor. Sind wir in der 84. Minute und es bahnt sich ein madiges Unentschieden einmal mehr an. Betatsch für Kebal. Der hat auch in der zweiten Halbzeit keine Aufmerksamkeit mehr erzeugen können. Michela mit Elis, das übliche Umlaufen. Ja, klappt immer wundervoll. Flanke klappt auch wie Potek. Okay. War sogar Weißbeck. Ja, so ein bisschen, das ist so ein bisschen Schablonenfußball, ne? Der Außenverteidiger unterstützt den Außenstürmer, man umläuft, man kriegt seine Freiheit da zu einer Flanke und dann ist die entscheidende Szene am oder im Fünfer sogar ein Campoadio eigentlich leicht zu parieren an der Stelle. So, warum habe ich eigentlich mein, nein, wie geht das? So geht's. Warum macht eigentlich mein Innenverteidiger, der vorne eher Kopfballtor machen soll, Ecke macht er natürlich nicht. Le Volant. Ecke kommt. Erster Pfosten. Marcella kommt nicht zum Abschluss. Gut gepresst. Gibt's den Offensivakzent? Tatsächlich. Verlagern nochmal. Und der ist zu tief. So, ein Wechsel machen wir noch. Ich weiß nicht, ob das noch Sinn ergibt. Oder zwei Wechsel. Ja, aber zwei Wechsel. Wir machen mutig. Davitashvili auf die 10, wenn überhaupt nochmal eine Unterbrechung klappt. Le Volant, ja, über Umwege kommt der zweite Ball. Plus 2. Och, nee. Ja, das dürfte es dann gewesen sein. Wenn es schlecht läuft. Ja, wenn es schlecht läuft. Vielleicht nur in die falsche Richtung. Nein. Und dann gehen wir mit einem erneuten Unentschieden aus der Partie. Ja, wir kommen nicht aus dem Quark. Das ist alleine, was die Ergebnisse angeht, klar zu sehen. 0:0 in Paris. Ja, Servus eigens logisch. Schön, dass du herfindest. War auch schon eine Überlegung hinter. Also von daher freut es mich, wenn das Projekt den einen oder anderen dann hinterm Ofen hervorlockt. Girondins Bordeaux retten mit Sinne, den sie dann als Rückkehr, Retter, Trainer. Kann eine schöne Geschichte werden, es sei denn, wir versumpfen jetzt im Mittelfeld und können nach einer Saison aufhören. Ich rechne jetzt nicht immer wieder auf Platz 2 mit Rückstand. Wir müssen erstmal ein paar Spiele gewinnen. Dann können wir irgendwann anfangen zu sagen, okay, so sieht's aus. Stade Lavallois, Mayenne FC. Dieses Logo habe ich ungelogen in meinem Leben noch nie gesehen. Stade Lavallois, Mayenne
FC. Nie gehört oder gesehen. Absoluter Wahnsinn. Ligue 2. Ein Quell der Freude. So, wir schauen mal. Haben die das Angebot sogar verringert? Also, ne? Bordeaux, Auxerre möchte Johnsen. Wir haben gesagt, wir wollen 400.000. Haben die jetzt 44.000 weggenommen als Strafe? Oder sind die 44.000 unter unserem Budget? Wie viel verdient der Kollege denn? Oh, ja, der geht auf jeden Fall. Der geht. Also der macht uns da richtig gehaltfrei. Ablösesumme ist vollkommen egal an der Stelle. Er verlässt uns zum 1.1. Das passt doch schon mal. Das ist doch mal eine Entwicklung, die positiv ist. So, und dann kommt erstmal potenziell der Royat immer auf die Bank. So, ansonsten lassen wir das erstmal. Weil wen wir ja auch, wollte ich auch anfangs noch gesagt haben. Die haben nur 280 geboten. Okay, haben wir ein bisschen mehr rausgeholt, dann war das ja gut verhandelt. Dann passt das ja. Wir haben letztens, weiß nicht, ob man das hier irgendwo sehen kann. Also ich glaube, wir haben irgendeinen Spieler, haben wir hochgeholt, aber er ist dann nicht dem Kader zugeschrieben worden, weil wir den einen Tag nach Transferperiode hochgeholt haben. Ich hätte jetzt gesagt, einer von den beiden war das hier. Den müssen wir am Ende auch hochholen, das ist ja auch richtig geil. Maser, habe ich den irgendwie übersehen oder wir brauchten keinen Zehner oder so war das, ne? In jedem Fall ist der nicht dem Kader groß zugeschrieben worden, weil man nicht nur Spieler verpflichten, sondern auch registrieren kann, erst wieder zum 1.1. Dementsprechend, ich glaube, Matanovic war das. Da haben wir über den Namen geredet. Ist das sogar der Bundesligaspieler von Karlsruhe jetzt nach Heidenheim? Irgendwie sowas. Igor Matanovic. Wie dem auch sei. Also wir haben irgendeinen Spieler noch für den 1.1. in der Hinterhand. Jetzt steht hier leider nicht. Unten rechts hätte ich jetzt gesagt, steht, hieß Kabengto 1.1. Listed Players. Nee. Scouting. Oder ist das irgendwie bei Negotiations? Das war das, ne? Das war das. Oder hier Manager Office. Oder da, dann irgendwo. Sissoko ist wieder da. Da, guck mal hier. Ich denke mal, das ist dann die Nachricht zu dem blinkenden Pfeil, ne? Ja, okay, wir sollen ihn spielen lassen. Okay, verstehe ich. Da ist der Dordic. Injury. Anscheinend steht hier nirgendwo, wenn man einen Jugendspieler hochholt. Aber es kommt auf jeden Fall einer aus der Jugend nochmal hoch. Our new signings. Ah, has joined the club. So, das ist das, was dann kommt, wenn er registriert ist. Also kommt zum 1.1. dieses New Signing auch von anderen Spielern. Ist doch vollkommen egal. Also wir werden uns bei der Jugend noch das ein oder andere Mal bedienen können müssen. Nee. Das auf gar keinen Fall. Aber testen wir das mal. Testen wir das mal. Ich hätte jetzt gesagt, das ist genau das Registrieren außerhalb Transferperiode geht auch nicht. Weil dann können wir, das können wir machen. Hier, Youth Team. Dann hole ich den Maser jetzt hoch. Ja, der spielt in dem Zentrum alles. 72 ist eine super Stärke. Das ist alles erstmal okay. Ne, wer war das denn? Hä? Ach, der Matanovic war das. Ist auch gut. Also wir können im Endeffekt, das ist unser Ersatztorwart für den Jonsen. Also wir können uns eigentlich alle 70er Stück für Stück hochholen. Nehme ich mal den Maser. Sign. Salary haben wir jetzt mittlerweile. So, da ist er. So, Maser ist jetzt da. So. Jetzt gucke ich. Negotiate. Nein. Gameplan. Da ist kein Maser. So, also das schon mal nicht. Und genauso lief das auch beim letzten Mal, dass ich gedacht habe, okay, der kommt nicht am gleichen Spieltag, der kommt eine Woche später, war aber auch nicht so. Aber jetzt, wo ich das gerade mache, wen ich ja auch hochholen will, ist der Matanovic. Wenn ich das jetzt. Habe ich das geträumt? Ich habe doch auf jeden Fall noch einen Jugendspieler hochgeholt dann, weil wir halt keine Spieler zu verpflichten geschafft haben. Aber da unten steht's. Schedule to move on 19.11. Wir haben jetzt tatsächlich, der kommt morgen. Hey, bin ich bekloppt? Ich hätte schwören können, ich habe einen Jugendspieler hochgeholt. Neben Gordic.
Ja, okay. Dann habe ich das verbaselt. Gut, dass ihr da seid. Gut, dass wir gemeinsam oder ich vielmehr mit euch von euch lernen kann, wie Master Liga funktioniert. Auch ist das blöd. Da haben wir uns echt jetzt die ein oder andere Qualität für 8 Spieltage weggelegt. Das war dämlich, das war elegant. Na, super. Aber okay. So, Strazek hat Pfeil nach unten. Das ist toll. Dann kommt der Royat zu seinem Saisondebüt. Nein, wir müssen das jetzt. Ich bin so ein konsequenter Typ. Wer die Mannschaft verlassen will, der wird dann halt auch richtig wegverbannt. Jonsen spielt nicht. Brauchen wir gar nicht erst anfangen. So, viele Erschöpfungen. Hat er nie. Bietet sich jemand richtig an? Nicht so wirklich. Ja, aber ein Simba kann kommen. Das geht noch von der Ausdauer. Ne, das war's. So geht's. Trikots sind okay. Und dann geht's raus. Heimsieg. Servus, alter Frosch. Kommst genau rechtzeitig zum 6. Spiel oder sowas. Zum 4., 3., weiß ich nicht. Football Live 25 holt die zweite Bundesliga rein. Dann wird das für mich auch interessant mit der Fortuna. Dann werde ich mir das wahrscheinlich auch angucken. Generell aber, glaube ich, hattest du bei Football Live auch immer so eine Art Module, oder? Dass du die zweite Liga auch schon bei Football Live 23, 24 rein kopieren konntest durch halt so Module. Ich glaube, da war schon mal was. Also, dass die Bundesliga im Ligasystem von PES 21 dann Frankreich ersetzt und du dadurch Bundesliga 1, 2 hast und die Ligue 1 dann die Bundesliga, diese freie Liga überschreitet und du nur die erste französische Liga hast, das ist ja kein bahnbrechender Trick jetzt in dem Sinne. Aber es ist natürlich gut, wenn sich dann ein Modder oder eine Modding-Gruppe dafür entscheidet, die Bundesliga über die Ligue 1 zu stellen. Das ist, glaube ich, so im internationalen Vergleich auch durchaus gerechtfertigt. Aber ich werde jetzt auf Anhieb nicht auf Football Live 25 umspringen. Also von daher schön für alle deutschen Zocker, die auch so wie ich einen Verein in der zweiten Liga haben. Aber das ist jetzt nicht für mich der ultimative sofort umstellen oder umspringen Punkt, um wieder dann Fortuna gegen Karlsruhe spielen zu dürfen. Stade Levallois Mayenne FC. Geil, geiler Name. Noch nie gehört. Geiler Name. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass die keinen katarischen Sponsor haben und sind sympathisch. Nichtsdestotrotz stehen sie uns im Weg von 3 Punkten. Das Atlantique ist nach wie vor gut gefüllt. Irgendwie zieht sie dann auch über madige 8 Spieltage, enttäuschende 8 Spieltage hinaus. Eine Niederlage, ein Sieg und 200 Unentschieden bisher in der Saison. Das soll heute wieder anders laufen. Elis zieht das erste Foul auf rechts draußen. Frühes Tor wäre doch was. Was gibt es zu diskutieren? Das war durchaus ein berechtigter Pfiff. Schauen wir nochmal. Elis, jetzt Körper rein. Jawohl. Und dann das Kitzeln an der Achillessehne dankend mitnehmen. So, das müssen wir auf jeden Fall umstellen hier mit Babé als Freistoßschütze. Das gefällt mir gar nicht. Pedro Diaz jetzt. Kleiner Schlupfer an den Elfmeterpunkt. Wer kommt? Ist es vielleicht sogar Babé? Kassubi aus der Distanz. Erster Abschluss. Ja, über Standards kann natürlich immer was gehen. Ja, saftig. Und sogar Parade am Ende. Da muss der Torwart sogar eingreifen. Elis tritt die Ecke. Der Elfmeterpunkt gesucht. Nicht verkehrt. Scharf machen. Und einfach Tor machen. Elis. Elis. Ja, keine ganz so geniale Idee. Und er zieht den Elfmeter. Er zieht tatsächlich den Elfmeter. Gelb noch. Gelb noch. Und noch gelb für Kadil. Der Stürmer will es nicht wahrhaben. Da wieder. Wie bei der Situation davor. Elis clever mit dem Körper noch rein. Sagen wir mal, zwei 50-50-Situationen für Elis gepfiffen. Ist Livolant wirklich unser bester Elfmeterschütze? Nein, wie Potnik. Das ist er doch. Ah ne, wie Potnik ist mir lieber, ehrlicherweise. Der hat ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit in den letzten Wochen gezeigt. Wie Potnik gegen Haute-Bois. 1-0 Bordeaux. Jawohl, frühe Führung für die Hausherren. Ja, ich. Boah.
Ja, sagen wir mal so, es ist sehr sorglos im eigenen 16er. So ein Grätsch-Klärungsversuch zu ziehen, da ist er auch ein bisschen selber schuld. Muss man nicht geben, kann man geben. Danke an den Schiedsrichter. Und wie Potnik humorlos vom Elfmeterpunkt. Frühe Führung für Bordeaux. Und jetzt können wir das ein bisschen entspannter spielen. Klar, wir müssen nicht auf Teufel komm raus vorne pressen. Lass die Kollegen mal das Spiel aufziehen bis zur Mittellinie oder eben auch solche einfachen Ballverluste ziehen. Missverständnis, es geht nicht tief. Ich sag's gerade noch, jetzt können wir ein bisschen ruhiger angehen lassen und spielen sofort den nächsten gierigen Pass in die Tiefe, wo gar keine Tiefe wirklich da war. Mittelfeld dicht halten, das ist jetzt die oberste Prämisse. Schön, ja gut. Nach der Mittellinie herrscht anderes Klima für die Gäste. Kann man fast schon Spielanlage nennen, ne? So ein bisschen locken bis zur Mittellinie. Oh, ist zu billig. Uiuiui, das ist echt zu billig. Den muss er eigentlich machen, der Kadilou, der Elfmeterverursacher. Das war zu billig, da sind wir nicht wirklich dran. Und dann kann man den machen. Wie Potnik hat aus so einer Situation eben das Türchen gemacht. Da war im Hintergrund eine ganz leise Torhymne. Das ist leider beim Virtual Red so ein bisschen nicht perfekt austariert. Manche Torhymnen reißen dir die Ohren ab, manche sind so dezent im Hintergrund. Ungeachtet dessen habe ich das, glaube ich, auch nicht ganz so laut gedreht in den Audioeinstellungen, aber auf jeden Fall im Hintergrund war eine Torhymne zu hören. Die ist bei Bordeaux leider nicht ganz so fetzig. Wie vielleicht ein Jabba-Dabba-Doo. So, 20 Minuten rum. Lavalois schickt sich an. Jetzt haben wir sie einmal aus dem 16er gedrängt. Trotzdem, die Szene lebt noch. Saidu. Na, wer kommt helfen? Hui! Schöner Finesse-Schuss auf die lange Ecke. Da muss unser Debütant schon die Parade ziehen. Klappt soweit. Ist unten Platz. Oh, Risikoball. Fast belohnt. Torwart immer hoch anlaufen, da kennen wir nichts. Langer Schlag, den Kopfball müssen wir holen, holen wir nicht. Vargas hat Platz. Barbe muss raus. Löst das. Souverän, aber auf Kosten einer Ecke. Also Lavalois ist aufgewacht. Auch da ähnliche Reaktion wie vor zwei virtuellen Wochen gegen Dijon. Gute Reaktion unseres Gegners. Ja, da sieht man, dass unser A-jugendlicher Torwart mit der 97 noch ein bisschen Selbstverständnis vermissen lässt bei solchen Situationen. Taucht unter der Ecke durch. Einmal durchatmen. Weiter geht's. Oh, jetzt machen wir es uns selber schwer. Habe ich eben noch von Geduld gesprochen nach dem frühen 1-0. Jetzt haben wir so gar nicht mehr die Kontrolle. In den ruhigen Phasen ein bisschen Raumaufteilungsprobleme. Ekumi, da kommt zum Glück noch an. Und Fußballspiel. Schön verlagert. Auf die linke Seite. Ekumi. Nivolant. Oh, Weißbeck. Bisschen hakelig. Wir bleiben aber im Ballbesitz. Ekumi. Ne, müssen wir abbrechen. Wieder verlagern. Jetzt können wir ein bisschen locken auch. Elis, ja, der kann den Ball nicht normal annehmen, der braucht den Skill-Move. Elis! Bleibt hängen, keine Situation. Bobby Schahn, schön verteilt, schön verteilt. Ekumi muss hin. Rumpel, Rumpel und Zweikampf gewonnen. So kann es gehen. So haben wir die Kollegen im Griff. Alles gut, ein Simba. Jetzt Diagonalball, klappt auch. Umlaufen. Bisschen wie am Reißbrett, so wie das unter der Woche immer wieder gedrillt wird von Zidane. Und was gibt's? Ui. Also wir haben einen kleinlichen Schiedsrichter erwischt. Sind wir da ein paar Zentimeter weiter tiefer im 16er, gibt es auch wieder einen billigen Elfmeter, weil war eigentlich auf der Linie, oder? Tritt dann auf den Fuß. Was haben wir jetzt? Ja, doch viel weiter draußen bewertet. Okay. Versuchen wir mal ein bisschen Drama heraufzubeschwören mit Pedro Diaz. Ja, und dann ist wieder der Freistoßbalken viel zu schnell aufgeladen dank der Gameplay-Mod.
Der Torwart war echt wackelig, ja, das stimmt schon. Also auf Sicht mit einem, weiß ich nicht, 63er als Ersatz mit unserer roten Pfeilregel und sonst was, ist vielleicht zu sorglos, aber das Verkaufen von Jonsen jetzt, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und auch den zwei neuen Spielern aus der Jugend, die wir dadurch hochholen können, was Gehaltsfragen angeht, das passt schon. Ich meine, vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen verkauft, der zu teuer ist und nicht viel besser ist als die Jugendspieler, und dann kriegen wir so ein bisschen Fluktuation im Kader und eben auch das Gehaltsgefüge sauber. Also eigentlich können wir alle 70er aus der Jugend auf Sicht hochholen. Weißbeck. Weißbeck nochmal. Hat ein bisschen Glück im Dribbling. Jetzt kriegen wir Elis in die Verlosung. Elis, der Double-Touch klappt. Der Chop, der patentierte von Elis, führt dann nicht zum Gegner ausspielen. Aber es ist okay. Früher ist 1-0. Wir haben es im Griff. Von Lavalois Mayenne muss mehr kommen. Und wenn nicht, haben wir auch kein Problem mit. 1-0 Pause für. Oh, das ist eine gute Frage, ob das das Entscheiden, wo das Foulspiel tatsächlich initial stattgefunden hat, der Ort, ob das durch die High-Definition-Super-Rasen-Modding-Geschichten hier, ob das da irgendwo einen Unterschied macht. Weil das war gerade vom Optischen her sicherlich viel näher an der Linie als das, wo wir nachher den Ball hingelegt haben. Das stimmt. Vielleicht hat es echt was mit Modding zu tun, dass das so ein paar Pixel, Millimeter verschiebt. Aber gut, ist ja auch immer so eine Sache, was entscheidet der virtuelle, was sieht der virtuelle Schiedsrichter? Wenn es kein Elfmeter war, sind die paar Zentimeter tatsächlich nicht spielentscheidend. So, jetzt zweite Halbzeit. Gegen Dijon haben wir die Führung zu verteidigen geschafft. So oft haben wir in der Saison noch nicht geführt, von daher. Guter Laufweg. Marcela passt zum Glück auf. Dias. Weißbeck, schnelle Klicks. Elis hat den Körper drin. Gut, Elis. Den kann er eigentlich mal alleine machen. Elis. Ja. Da fehlt ein bisschen die Idee. Da hat er sich gut durchgesetzt und dann kriegt er irgendwie keinen Druck. Da entscheide ich mich. Ich werde abschließen. Ich weiß nur nicht wann. Und dann irgendwo, dann ist schon wieder die Schussbahn zugemacht. War mehr drin. Aber vielleicht nach der Ecke gibt es nochmal was zu feiern. So nach das Tor. Torwart ist aufmerksam. Szene bleibt heiß. Schön raus auf Elis. Stumpf auf den Gegner drauflaufen. Bringt mir gar nichts. Oh, da laufen sie sich gegenseitig über den Haufen. Das bringt Elis wieder in die Verlosung. Das bringt Elis wieder in die Verlosung. Da ist viel Platz am 16er für Weißbeck. Da ist viel Platz für Weißbeck. Abgefälscht. Fast mit dem Glück der Scheibe. Mit dem Scheibenglück, mit dem Abpraller zum Torerfolg gemogelt. Schade. Aber da stand Lavalois nicht gut positioniert. Alle im 16er. Keiner bei Weißbeck. Oh, das ist eine Lücke. Ja, das siehst du sofort. Gut eingelaufen. Ruat passt auf. Ist diesmal auf dem Posten und mutig genug. Konter vielleicht sofort. Lipotnik. Körper ist drin. Klappt. Ikomi. Ja, der denkt auch immer offensiv, der junge Außenverteidiger. Weißbeck. Weißbeck. Bleibt hängen. Kasubi passt gut auf. Ikomi. Bricht ab. Dann kommt die Flanke. Zweiter Pfosten, Elis. Elis bleibt unter. Nein, 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 nein. Da kann der Ball überall hinspringen, nur nicht so direkt in die Arme von Hautbar. Oh, ey, was ist denn da los? Millimeter, zweimal Millimeter Entscheidungen binnen weniger Sekunden. Mit ein bisschen mehr Glück hat Elis in der ein oder anderen Situation das 2-0 vom Schlappen. Oh. Ja, den haben wir uns selbst zuzuschreiben und Lavalois weiß es nicht zu nutzen. Ja, da macht Bade Kasperei. Kriegt's fast noch gelöst, dann nicht so wirklich. Also, Sahn heißt da, nicht Strafko. Guck mal, wieder was gelernt. Krücke, Servus. Schön, dass du herfindest. Ich habe jetzt leider den Link nicht vorbereitet, aber im Evo-Web, im Bereich PES 2021 mal nach El Giro suchen, also dem Gameplay-Thread von El Giro,
heißt der Thread-Ersteller, also der Modder, der Gameplay-Modder. Ich glaube, das Ding, was ich spiele, heißt eFootball 4.0. Und installieren ist im Endeffekt runterladen und dann sind da in der Datei. Was ist das denn für ein geiles Tor? Also ich glaube, die geilsten oder überhaupt Tore fallen immer nur, wenn ich nicht kommentiere, wenn ich einfach nur abschließe beim Spiele. Das war eigentlich R1, Freunde. Das sollte eigentlich ein Finesse-Schuss werden. Was war das denn für ein geiler Strahl? Gainta Weißbeck, da winkt er. Boah, ist das eine geile Bude. Vor allem mit dieser Dynamik. Richtig, richtig geil. Und da passt die Animation wie Faust aufs Auge. Absoluter Wahnsinn. Da, und jetzt. Schön mit dem Gewicht weg in die Lauf. Geiles Tor von Gainta Weißbeck. Ja, schön, unser Zehner. Richtig geiles Tor. 2-0. Und das dürfte die Vorentscheidung sein. Der unglückliche Kadil geht. So, Gedanke zu Ende führen. Also, Gameplay ist von El Giro, heißt der Kollege. Also, den Thread finden im Evo-Web. Und dann ist es eine ZIP-Datei runterladen mit, glaube ich, zwei Dateien. Zwei DT-Dateien heißen die. Und dann steht aber auch in der README-Datei, in der Anleitung, wo du die genau hinkopieren musst. Und das ist im Endeffekt nur zwei Dateien überschreiben. Also, DT13, was auch immer überschreiben und noch eine DT-Datei überschreiben, das ist es. Also Gameplay-Mods sind oftmals einfach nur ein, zwei Dateien im PES 21 Installationsverzeichnis überschreiben und fertig. Also dementsprechend, ja, das geht relativ simpel. El Giro eFootball 4.0 ist meine Version. Es gibt, glaube ich, mittlerweile sogar 6.0. Also da gibt es für einen auch selber immer viel zu testen. Aber ich bin bei 4.0 jetzt hängen geblieben. Das hat mir die meiste Freude irgendwie bereitet gegen die KI auf Superstar. So, 2-0. Weißbeck mit so einem kleinen Knoten, persönlichen Knotenplatzer. Nonne Situation für Weißbeck. Nächster Abschluss. Pariert. Das Ding war echt schön. Und das ist, was PES 21 auch so häufig bei mir auslöst. Ich denke mal bei vielen von euch auch. Da sind so viele schöne Situationen eigentlich immer schon drin gewesen. Animationen oder ne, mit Schuss, also generellen Physikverhaltensweisen, was ja generell PES irgendwie auch all die Jahrzehnte mal ausgemacht hat. So viele Situationen, die nicht vom Reißbrett erscheinen, wie der Ball titscht, wie er sich verhält, wie Spieler sich verhalten, Körper, Physik, Entwicklungen. Und da hat gerade auch sehr viel zusammengepasst mit der Schusstechnik, wie der Ball dann ins lange Eck fliegt, wie sich der Oberkörper von Weißbeck verhält. Also, schönes Tor und genau zum richtigen Zeitpunkt auch gefallen. Ich glaube, der Drops war mit dem 2-0 dann gelutscht. Jetzt können wir es zu Ende spielen, wenn wir uns nicht ganz doof anstellen. Haben wir hier den zweiten Dreier der Saison eingetütet. Und auch schön wieder im Atlantik für breite Grinsen und strahlende Gesichter zu sorgen. Und uns dann hoffentlich jetzt Stück für Stück nach oben zu orientieren. 89. Minute, also hier muss schon ein mittelschweres Fußballwunder geschehen, dass die Gäste noch zu einem Punktgewinn kommen. Elis hat da noch einen Köcher. Wieder so eine 50-50 Grätsche, mehr Ball, mehr Fuß. Was gibt's zuerst? Vielleicht auch eine Prise Frust drin bei Roy. Elis hält sich das Bein. Wir haben schon fünfmal gewechselt. Viel wichtiger aber, dass der Hondurianer keine bleibenden Schäden davon trägt. Ja, der Kollege weiß, den Körper reinzustellen. Zeigt er hier nicht zum ersten Mal. So, wir gucken auf das. Ja, wird unten behandelt. Also im Endeffekt, wenn ich die Kamera jetzt drehe. Da sitzt er. Seht ihr jetzt. Schön unter der Anzeigentafel, unter den Wechselzeichen. Wird gar nicht so sehr behandelt. Sitzt einfach nur wahrscheinlich die letzten Minuten des Spiels aus. Gordic übernimmt den Freistoß. Bei dem Spielstand kann man auch einfach mal versuchen, Traumtor zu schießen. Jorde Gordic. Ui, gar nicht so verkehrt. Unser Talent, unser hochgeholt. Nee, da haben wir ja die Story erzählt, den haben wir von Partizan A-Jugend geklaut. Ja, also ich habe auf jeden Fall nichts anderes gemacht. Also, wenn du es genauso installiert hast, müsstest du es eigentlich merken. Vielleicht, das kommt natürlich auch immer dazu, wirkt das in der französischen zweiten Liga nochmal anders, als dann vielleicht, wenn du ein Champions-League-Spiel machst mit alles lauter 85-Plus-Spielern. Das kann natürlich auch nochmal dazu kommen. Wir spielen auf Superstar. Vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied zu, weiß ich nicht, welchen Schwierigkeiten du hast. Aber gut, dann weißt du, wie man installiert, dann weißt du, wo man die
die Gameplay-Version herbekommt. Und dann, ja. Ja, ist immer die Frage. Ich finde es auch manchmal sehr schwierig, ein Gefühl zu haben, dass das jetzt ein anderes Gameplay ist. Also bei Football Live versus Vanilla und dann versus jetzt sowas, das merkst du. Aber wenn sie dir dann im Evo-Web sagen, so, jetzt ist 4.5 rausgekommen, das hat nochmal geilere Verhaltensweise hier und da, da denke ich mir nach zwei Spielen auch, ich merke keinen Unterschied. Also Gameplay ist ja absolut wirklich eine Gefühlsfrage. Aber okay, Kollege weiß Bescheid, das hilft schon mal. Ja, okay, das kann natürlich auch nochmal kommen, dass bei einer Masterliga irgendwelche anderen Mechanismen im Hintergrund nochmal greifen, so wie Momentum, auch so ein schönes Wort, was man immer wieder gerne gehabt hat bei Pro Evolution Soccer. Vielleicht ist das Momentum jetzt auf meiner Seite gewesen. Vielleicht ist Stade Lavalois einfach schlecht und deswegen sieht das bei mir gut aus, wie es dann fluppt. Wobei, guck mal, die sind Achter. Also das war schon ein Team aus dem oberen Mittelfeld, wo wir letzten Endes hinwollen. Also dementsprechend, das war kein Fallobst wie Paris FC. Ach du Scheiße, wo wir 0-0 gespielt haben. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen erinnert, aus dem unteren Tabellendrittel hatten wir Dunkerque relativ früh im ersten Stream, jetzt Paris eben. So, ansonsten hatten wir Bastia hatten wir, Annecy haben wir die erste und einzige Niederlage gegen, Red Star, Amiens, Lavalois, die hatten wir, Dijon da ein bisschen drunter, also eher Mittelfeld und drunter, als dass wir gegen die Mittelfeld und oben, also wir haben jetzt ganz viel Fallobst noch nicht gehabt. So, und jetzt kommt auch diese Sequenz, wo du einen neuen Spieler vorstellst. Ich hätte echt schwören können, im ersten Stream habe ich einen zweiten Jugendspieler hochzuholen versucht und der kam einfach nicht. Oder wollte ich den hochholen und dann kam halt dein Gehaltsbudget ist erschöpft? Wahrscheinlich das. Also blöd, aber in jedem Fall. Jetzt haben wir zwei neue Jugendspieler, die mindestens die Bank verbessern, aber dann auch Wechselmöglichkeiten für die letzte Viertelstunde irgendwie erhöhen. Also dementsprechend bisschen verschlafen. Oh, DFB-Pokal läuft gerade schon. Ui, ich dachte, ich bin mit Stream bis 14 Uhr eigentlich safe, ohne Konkurrenzprodukt. Aber Viktoria Berlin spielt gerade gegen wen? Ist das 1-0 was Wichtiges? Okay, wenn Amateurverein 1-0 führt, muss das ja gegen irgendwas Gutes sein. Deswegen gehe ich mal davon aus, gegen irgendeinen Bundesligisten oder so. Aber für mich, das habe ich ja jetzt eben schon mal gesagt, ist das Wichtigste heute um 18 Uhr. Augsburg. Ja, Augsburg ist so eine Dreckstruppe. Augsburg ist auch so ein schöner Verein, den du in der Bundesliga nicht brauchst. Die können gerne ausscheiden. So, Freunde, jetzt mal eine wichtige Kaderentwicklung. So, pass mal auf. Jetzt natürlich genau im falschen Moment geiles Tor geschossen. Mein Kollege hier, der Gaetan. Wir haben Weißbeck mit 700.000. Also wahrscheinlich mit der teuerste Spieler, den wir haben, aber auch der beste. Wir haben aber einen Masar und einen Gordic. Ach, die verdienen auch nah dran. Also die Jugendspieler, die du hochholst, sind keine Schnapper. Das kann man schon mal so festhalten, was Jahresgehalt angeht. Folgende Idee. Wir verkaufen jetzt Weißbeck. Also wir verhandeln natürlich nochmal nach. Aber wir verkaufen Weißbeck und setzen auf die beiden Jugendlichen hier. Und gucken auch mal, warte mal, wir haben jetzt hier einen Simba, auch nicht ohne, verkaufen den auch und setzen auf Ekomi, wie wir es sowieso tun, mit seinem Pfeil nach oben. Und jetzt gucke ich gerade mal, haben wir vielleicht auch noch einen Linksverteidiger, der ansatzweise gut ist? Nicht so wirklich, aber hat der gute Player Skills? Nee. Oh! Wir könnten auf den Kollegen hier mit den perfekten Player Skills setzen, als zweiten Linksverteidiger, der kostet auch nichts. Also im Endeffekt, wo ich jetzt hin möchte, also wir gehen jetzt wirklich mal durchrasieren und verkaufen diese ganzen Topstars. Der Torwart ist schon weg. Den können wir abstoßen. Sparen uns wieder ein bisschen Gehalt. Habe ich beim letzten Mal vergessen. Oder habe ich nicht gespeichert? Ist das deswegen so? Habe ich... Nee, warte mal. Achso, der kann auch weg. Die haben wir alle nicht verkauft. Aber ich habe doch eigentlich für mich gesagt, alle unter 60 können weg. Oder hat der da... Hab ich das gemacht, bevor wir den Stream beendet haben und dann haben wir nicht gespeichert? So was, so doof?
Da sind zu viele unter 60. Ich glaube, das hat er nicht gespeichert. Die unter 60 müssten alle weg sein. Das ist aber blöd. Okay. So. Ich habe mit, glaube ich, Normalbudget gestartet. Also ich habe das jetzt nicht schwer oder... also ich habe es nicht angefasst. Das, was das Ausgangsbudget anging. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen in der UML-Mod begründet, oder? Wie viel Geld ein Verein hat. Das ist so entsprechend hinterlegt. Jugend ist, glaube ich, immer so stark bei PES 21. Also das ist mir ja bei meinen wenigen Versuchen in den letzten Jahren in Master League immer aufgefallen, dass du immer so den ein oder anderen deutlich über 70 Overall-Stärke Jugendspieler hattest. Also deswegen finde ich das gar nicht mal so auffällig stark. Aber haben wir uns jetzt dazu entschieden, sollen wir das machen? Dass wir die Topstars verkaufen, weil wir eben aus der Jugend nicht wirklich viel schlechter hinterher haben. Jugend ist auf jeden Fall zu stark, wäre auch mein Eindruck. Also zweite Liga Frankreich und jetzt hier irgendwie so viele fast schon Stammspieler hochholen können für umsonst, ist ein bisschen too much. Also ich frage mal gezielt ab. Jonsen haben wir sofort den Haken dran gemacht. Sollen wir einen Simba verkaufen und auf Ekomi als Stammspieler setzen und dann noch einen Jugendspieler für die Bank hochholen? Einmal ja oder nein in den Chat, in den Kommentarbereich. Also Chat, also kommentieren. So. Einen Simba verkaufen, ja oder nein. Wir kriegen über Marktwert von Genua und wir sparen somit den teuersten Spieler, der jetzt die ganze Zeit nur auf der Bank saß. Okay, in Simba geht relativ eindeutig in die Verkaufen-Richtung, verlässt uns zum 1.1. Das Lustige ist, er verlässt uns zum 1.1., aber wir haben jetzt schon das Salary frei bekommen. Das heißt, wir können die Jugendspieler jetzt alle schon hochholen. Ja, und dann die Frage ist jetzt, glaube ich, ein bisschen kniffliger. Zweitbester Spieler im Kader, ja so ungefähr, ne? Vipotnik ist 74, Davitashvili, vollkommen egal. Traumtorschütze gerade. Geita Weißbeck, verkaufen oder nicht? Auch teuer. Vertrag läuft auch aus. Zur nächsten Saison ist, wenn ich das richtig sehe. Jetzt sind wir in 23. Genau, zur nächsten Saison. Der wäre nicht ablösefrei im Sommer, aber egal. Player Skills auch nicht verkehrt. Ah, schon ein geiler Typ. Aber Weißbeck verkaufen und auf Masa und Gordic aus der eigenen Jugend setzen. Einmal ja oder nein. Weißbeck ist schon mal, ist nochmal eine andere Härte der Abfrage. Klar, der ist Stammspieler eigentlich. Weißbeck ist 26. Hat geile Player-Skills. Hat der Masa nicht. Gordic doch ein bisschen. Aber nicht so wirklich. Also schon ein bisschen schwieriger. Auch da, ja, Salary wird dadurch natürlich Stück für Stück besser. Auf jeden Fall. So, hier ist das Plenum gespalten. Ja, da geht es schon eher Richtung behalten. Okay. Ja gut, okay. Ist doch vollkommen in Ordnung. Also ist ja nicht so, als können wir deswegen jetzt keine anderen Jugendspieler holen. So, hier auf der Bank, hier können wir glaube ich auch noch... Gucken wir mal. Der verdient bei gleichem Gehalt. Ist der wenigstens besser? Nee, ist er gar nicht. Dann können wir den Delima noch abstoßen. Und sparen. Da sind wir sowieso sehr tief aufgestellt auf dem Außenstürmerposten. Das passt. Und der Kollege, den habe ich auch noch nie gehört hier. Der hat noch nie einen Einsatz gehabt. Also kann auch Matthias de Amorin weg. So, und jetzt haben wir 1,3 Mille. Und jetzt können wir wieder ins Youth-Team gucken. Nach Overall, Harry Kach, nehmen wir nicht. So, wen wollte ich hoch? Den als Ersatztorwart. Stürmer, ist der gut? Nicht wirklich, brauchen wir eigentlich nicht. Innenverteidiger brauchen wir nicht, da haben wir hier noch einen Außenstürmer. Nur Außenstürmer. Nicht verkehrt. Bergwahl. 10 Millionen, ah okay. Ich glaube, das sind aber auch, das hatte ich ja beim letzten Mal schon mal gesagt. Oh, das ist der Nürnberger. Der Usun oder Ex-Nürnberger. Aber, dass manche Spieler nicht von der Mod bearbeitet wurden. Und das ist dann so eher so das originale Marktwertniveau von einem Jugendspieler von PES Vanilla. 10 Millionen, völlig Banane, mal ganz ehrlich, wenn eine KI den für 10 Millionen kaufen will, haben wir ja sofort ausgesorgt für den ganzen Safe-Stand. Aber auch okay von den Player-Skills her, ein 70er, 6er, 8er, aber jetzt für den Moment erstmal keiner, der sich wirklich auf
drängt. Aber gut, da wir jetzt gelernt haben, Jugendspieler kannst du jederzeit zünden, könnten wir da nochmal nachrüsten. Und jetzt haben wir hier nochmal Spieler für die Winterpause, wo man gegebenenfalls anruft. So, jetzt genug geguckt und verhandelt. Jetzt gucken wir einmal, dass wir die Bank sauber aufstellen mit den neuen Jungs. Elis hat sich bei der einen Grätsche in der letzten Situation, ja, ein bisschen Mittelfuß geprellt. Dreckig. So, jetzt stellen wir mal wieder perfekt auf. Ne, falsch. So. So, so langsam wieder ein bisschen Ordnung reinbekommen. So, das sieht nach einer vernünftigen Bank aus. Sissoko könnte zur Not noch gezündet werden. Dann wird es ein bisschen sehr dunkel. Johnson ist am 1.1. weg. Und genau, da fehlt doch jetzt einer. Ein Simba. Ach klar, ich wollte noch einen Linksverteidiger hochholen für einen Simba. Das war das doch. Da war einer. War er das? Nee, war da noch ein anderer? Ach, er hier, genau. Er mit den guten Player-Skills. 21, der ist schon 21. Der ist 18. Der ist 19. Oh, mühsam. Player-Skills sind hier super. Ja, ich bin Player-Skill-Fan. Hilft nichts. Nein, nicht adden. Ein Tender holen wir noch. So, hat der kostet auch fast gar nichts. Das ist gut. Und dann haben wir den zumindest im Kampf. Ah, wobei, wir können den mit, also Innenverteidiger. Ah, wobei, wenn du mal wechseln musst, brauchst du den Innenverteidiger. Was haben wir denn hier zu viele? Also, Depousset ist. Ah, im Endeffekt muss ich jetzt durchziehen, ne? Im Endeffekt. Ah, der kommt eh erst zum nächsten Spieler. Aber im Endeffekt müssen wir dann durchziehen und den Nachwuchsspieler auf die Bank setzen für mal einwechseln oder so. So, das war jetzt sehr administrativ. Zwei Spiele machen wir noch und gehen jetzt raus nach Grenoble und spielen Fußball. Jetzt noch zwei Siege. Ja, das ist dann halt so ein bisschen, also wenn der wirklich dann auch von der KI wie selbstverständlich verpflichtet werden würde für dann 10 Millionen, weil es sein Marktwert ist, das ist halt das, so ein bisschen Cheating. Aber da merkst du dann auch so auch wieder die Grenzen von Ultimate Master Liga Mod auf Virtual Red draufsetzen, weil die nicht jeden Spieler angepackt haben, sondern nur, sagen wir mal, 75%. Dann ist so ein Bergwahl oder was durchs Raster gefallen und hat dann noch Original Master Wert, Original Vanilla PES 21 Wert und wird vielleicht auch nicht richtig behandelt von der KI dann. So, schönes Stadion hier in Grenoble, gut gefüllt. Schöne Trikots auch. Aber das soll uns nicht davon abhalten, auf den nächsten Sieg gehen. Da das beliebte 4-3-3. Laurent Perelat setzt auf Umschaltspiel. Das ist nichts Neues. Und klar, die größte Überraschung. Oben rechts, Davitashvili ersetzt Elis. Verletzungsbedingt. Mal gucken, wie die Girondins ohne ihren Flügelflitzer in die Partie kommt. Ja, ich glaube, zwei Siege noch, dann können wir mit einem richtig guten Gefühl aus dem zweiten Stream zum Tagebuch. Schöner Teppich hier, richtig geiler Rasen in Grenoble. Wohl gepflegt, hier wird Fußball gespielt und nicht gearbeitet. Oh, erster Abschluss, so schnell geht's. Strazek nach seiner Magen-Darm-Verstimmung wieder im Tor. Eisbeck. Gut dazwischen gegangen. Haben wir eine Schaltbewegung. Kasubi. Livolant. Muss abbrechen. Schon
Und verteilen. Davitashvili. Endlich mal wieder Startelf-Mandat für den Georgier. Die Füße nicht zwischen. Schön ist Tiki-Taka der Gastgeber. Sayang. Hält den Angriff am Laufen. Außenverteidiger unterstützt. Ja, das ist moderner Fußball hier in Grenoble. Flanke ist nicht verkehrt. Oh, da kommen wir gerade noch ins Kopfballduell mit Bukele ist es, glaube ich. Ja, Marcela ist hier vorne. Dann ist der Rechtsverteidiger mit der 2 Bukele. Ja. Der da gerade noch alles reinwirft, um zumindest den Kopfballspieler da, um Postolacci ein bisschen zu unterlaufen, nicht den ganz leichten Kopfball zuzulassen. Davitashvili. Lücke da. Nein, keine Lücke da. Pedro Diaz wird abgelaufen. Nächste Umschaltbewegung. Bei. Aber sehr gut zurückgearbeitet. Gut gedoppelt. Nicht zulassen. Ha, schade. Richtig antizipiert. Fuß aber nicht vorbekommen. Gibt es den Abschluss. Es gibt viele Füße dazwischen. Und resolut gelöst. Gegenangriff. Wenn es schnell geht. Och, unsauber im Rücken. Das war zu billig. Szene für Grenoble gelöst. Guter Antritt von Sanyang wieder. Kein Abseits. Die Flanke ist aber zu ungenau. Abschluss. Ich glaube, wir sind gerade mal bei 65 Eingespieltheit. Also das geht für mein Gefühl sehr, sehr langsam nach oben. Da müssen wir wahrscheinlich noch mehr als eine Hinserie Geduld haben. Libolant. Keiner kommt. Ja, was macht er? Wartet auf Weißbeck. Weißbeck. Keita. Weißbeck. Ja, das war eine Szene, die einem Zehner würdig ist. Ja, das sind die kleinen Probleme bei gebauten Stadien. Wir können erahnen, dass es eine geile Szene war von unserem Spielmacher. Ah, okay, guck mal. Also, dann leider Eigenverschulden, dass die Chemie nicht so hoch gegangen ist, wie man sich das gewünscht hätte bei 6 Unentschieden und nur 2 Siegen. Ja, man sagt ja nicht umsonst, Siege sind durch nichts zu ersetzen. Dann trifft das hier auch sehr richtig zu. Diaz, schön verteilt, schön verlagert, wie Potnik. Schön auf Livolon. Nee. Richtig antizipiert, aber den Fuß nicht vorbekommen. Bis hierhin, Grenoble sehr souverän unterwegs. Marcela, gut antizipiert. Jetzt vielleicht mal Konter. Ja, Davitashvili gegen Chapacet. Haken kommt. Ja, nein, kriegt sich nicht durchgesetzt. Der quirlige Georgier. Aber klar, da fehlt auch so ein bisschen die Spielpraxis. Immer nur wieder von der Bank kommen, teilweise gar nicht. Ranken sich auch schon Abschiedsgerüchte um den umtriebigen Georgier. Heute, wie gesagt, mal die Chance von Anfang an durch die Elis-Verletzung. Muss er nutzen. Muss er nutzen, weil andere Positionen sind da genauso möglich. Kann auf der 10 ebenso spielen. Die haben wir jetzt sehr gut besetzt mit Jugend und Weißbeck. Also schwierig, klar, für Davitashvili stattzufinden in dieser Mannschaft, die sich selber noch finden muss. Grenoble mit Abschluss. Nein, wieder Füße davor. Ja, da wusste ich nicht, wohin mit dem Ball. Konter sofort unterbunden. Livolant, jetzt machen wir ruhig. Machen wir mal ruhig. Machen wir mal ruhig, Babi. Da ist ein bisschen Platz auf rechts, oder? Da können wir doch mal kurbeln jetzt. Ja, Bukele. Ganz viel grüne Wiese. Bukele mit dem angesprochenen Georgier. Davitashvili. Weißbeck kommt. Ja, Haken, wieder verteilen. Livolant, einfach mal versuchen. Ja, warum denn nicht, Livolant? Bisschen sehr sorglos. Überhaupt nicht verteidigt da, kurz vor dem 16er. Aber am Ende hat man auch einen guten Torwart hinten drin. Nur ein Abschluss für die Statistik. Bukele schiebt vor. Muss klappen, sonst sind wir hinten offen. Irgendwie, nee. Also Grenoble ist sehr ballsicher. Pressing-resistenter Auftritt. Bortolacci. Gut raus aufs Bay. Der ist nicht verkehrt. Szene wird unangenehm. Ja, dreckig.
0-1. Ja, das war nervig. Sehr enge Partie im Sinne von viele Spieler stehen sich auf den Füßen. Ja, da will ich zu sehr auf Ballkontrolle. Da, bei dem Ball muss ich auf Klärungsversuch klicken. Dann ist die Situation nicht so nervig. Das war ein bisschen sehr sorglos verteidigt. 0-1. Ja, unsauber. Ach Leute, das hatten wir doch eigentlich schon hinter uns. Plus 1. Da sind wir gleich in der Pause. Ja, das war ein bisschen Esprit-arm, muss man schon sagen. Verdiente Führung. Ja, typisches Tor, wenn man den Ball nicht wegschlägt. Vollkommen richtig. Irgendwie immer der Gedanke, komm, jetzt kontrollierst du. Ja, jetzt kontrollierst du. Ne, kontrollierst du. Scheiß. Am Ende stolperst du einfach nur, stolpert der Stürmer einfach nur durch dich durch. Vielleicht kommen wir aber sofort mit einer guten Szene aus der Pause. Bukele! Der ist nicht für seine Abschlüsse bekannt. Aber dann nimmt er sich mal dynamisch den Ball und ein Herz. Und dann haben wir einen Abschluss. Ja, jetzt nicht stumpf doppel- und dreifach pressen. Gerade nochmal gut gegangen mit dem zweiten Ball. Sonst wären wir schon wieder in der Rückwärtsbewegung gewesen. Livolant, mal dynamisch. Livolant. Livolant, ja, ein bisschen zappeln. Livolant, ja, der will jetzt mal den Abschluss. Livolant, ne, muss nicht den Abschluss. Weißbeck finden. Und verdeckter Schlenzen. Ja, aber gut, jetzt müssen wir ein bisschen dynamischer werden einfach. Ohne Abschlüsse kann eh nichts gehen. Langer Schlag, Babé. Ja, der wird dann nicht. Zweiter Ball bei Grenoble. Gut, gut gemacht von Kasubi. Lücke ist da. Lücke für Wipotnik. Hat den Verteidiger hinter sich. Wipotnik, das muss der Ausgleich sein. Wipotnik. Und da belohnen wir uns für das dynamische Pressing, für das giftig sein. San Wipotnik, gut geschickt. Und wenn der einmal einen Verteidiger hinter sich quasi kontrolliert, dann gibt es nur noch Notbremse oder eben Abschluss. Und das war wichtig. Früh in der zweiten Halbzeit. Der Ausgleich durch den Slowaken. Da haben wir es. Kasubi. Gut auch drüber gesprungen von Livolant. Nicht mehr unbedingt an den Ball kommen wollen in der Szene. Und dann hat er aus 16 Metern einen freien Abschluss. Und den lässt sich unser Wandstürmer nicht nehmen. Und jetzt können wir weiter kurbeln. Auswärts. Sieg. Gästeblock ist gut dabei. Und jetzt viel zu jubeln. Bukele, gut. Jawohl, kriegt er gelöst. Kontrolle ist da. Ja, aber gut unterbunden. Und jetzt selber schalten. Nein. Nein, er sollte auf Wipot. Nein, jetzt, oh, jetzt wird es ganz blöd. Zu gierig gepresst. War auch mehr drin. Ekomi. Seinen Posten da gut. Schön von Pedro Diaz unterstützt. Roland, Weißbeck. Oh, gut befreit. Weißbeck, den musst du alleine machen. Ja. Vielleicht ein Sprinter zu früh in den Abschluss gegangen. War auch mehr drin. Aber ja, jetzt kommen die Abschlüsse. Bordeaux besser drin in der zweiten Halbzeit. Fuß nicht vorgekriegt. Ein toller. Thomas Walz, auch abgelaufen. Wieder gut. Viele klare Ballgewinne jetzt im Mittelfeld. Pedro Diaz. Nein, da verpasst er den Moment des Abspiels. Mendy geht dazwischen. Doppelpass, lass mal nicht zu. Gut. Oh, oh. Die Lücken sind ja durchaus noch da. Und gut, mit den Kronjuwelen geblockt. Alles für die Girondins. San Yang in der zweiten Halbzeit, der rechts außen gar nicht mehr in Erscheinung getreten. Leroy Joseph kommt. Vielleicht kann er wieder für Impulse sorgen. Im Angriffsspiel. Davidashvili gut den Körper reingestellt. Klarer Ballgewinn. Rechte Seite ganz offen für den Georgier. Rigo kommt raus. Rigo kommt aber nicht hinterher. Davidashvili. Davidashvili. Macht er.
Kein Foul scheinbar. Bleibt in der Szene. Das gibt es nicht. So klar abgefrühstückt werden in der Szene, wo du eigentlich schon spannend unterwegs warst. Der kommt auch noch an, ey. Das gibt's doch nicht. Sahnebefreiung. Weißbeck. Ja, den zieht er gut. Denke. Ja, 80. Wenn ich jetzt, wann dann? Ekumi müde. Ein Simba. Offenes Geheimnis, dass der Kollege zur Winterpause wechseln wird. So, jetzt haben wir Matanovic auf der Bank. Jetzt können wir Vipotnik tatsächlich mal ersetzen. Jetzt muss ich mal gucken. Masa, was kann er denn richtig? Alles im Zentrum. Also Masa könnte auf die 10, aber auch alles im Zentrum. Gordic kann auch die 8. Oh, jetzt können wir richtig pervers wechseln. Gordic auf die 8. Masa auf die 10. Einzige, was uns gerade abgeht, ist hier Ersatz für... Ah, wir haben schon zu Ende gewechselt. Okay. Jetzt kommt Jugend forscht auf den Rasen. Irgendwann müssen sie ja ihre Minuten bekommen. Ah, guter Kopfball zu zentral. Nicht. Gordic, wenn er den durchgesteckt bekommt, können wir Tempo aufbauen. Szene lebt aber noch nicht so wirklich. Zu hektisch im Aufbau. Babé, wichtig. Bisschen krampfig. Jetzt in der zweiten Hälfte Viele kleine Nicklichkeiten. Umkämpfte Partie mit dem 17. Unentschieden der Saison oder dem 9. oder 6. 8. wie auch immer. Wäre natürlich auch wieder... Vor allen Dingen Girondor Bordeaux nicht geholfen. Jetzt aber mal Masa. Nein, Lorient Jugend stehen sich auf den Füßen. Da hätten wir so eine gute Szene gehabt. Haben wir sie jetzt vielleicht noch. Livolant. Oh, Matanovic kommt nicht. Gordic hilft. Oh, ja, gut. Ist so halbgar, ne? Nicht so ganz eng gehalten. Das Pressing-Netz da. Dann wieder so eine Kleinigkeit. Wir kriegen den ganz großen Druck auf Grenoble nicht aufgebaut. Komm weg, blödes Gestümper. Freistoß segelt. Michela hat den. Okay, können wir was ankurbeln? Nein, können wir nicht. Michela wieder gut. Wieder kriegen wir nichts gelöst. Stratzek kommt jetzt nochmal. 89. Könnte die letzte Szene werden. Gordic. Mit Michela nochmal. Nicht ab. Kriegt das Ding nochmal verteilt. Livolant. Livolant. Doppeltouch kommt. Livolant. Abschluss. Geblockt. Ja, ärgert er sich zurecht. In der Nachspielzeit in den gegnerischen 16er eindringen. Man möchte schon den Torschrei auf den Lippen haben. Aber dann souverän verteidigt. Auf Kosten einer Ecke. Die tritt Babé, habe ich nicht geändert. Die ist nicht verkehrt. Da kommt der Flugkampfball. Was ist das denn? 2-1. Livolant ausgerechnet. Und sie dann kommt mit Feiern. Wie geil. Was ist das denn für ein Flugkopfballtor? Absoluter Wahnsinn. Auch so nicht 100% getroffen. Vielleicht auch den Nackenmuskel gezerrt dabei. Absolute Wahnsinnsszene. Kommt da angerauscht, ja, schwer zu sehen. Da haben wir mal in der Nahaufnahme. In der Livolant Cam. Das müssen wir uns jetzt hier mal so angucken. Jetzt müssen wir mal feiern. Wie geht das hier? Ist Kamera. Das ist Spielkamera. Da löst er sich vom Achter. Das ist eher so mit der Schädeldecke. Das ist frei. Das ist er frei. Da haben wir die Szene doch. Da sind wir doch im Laufduell mit Bene, der dann pennt. Und jetzt kommt die Schädeldecke des Volkes. Da. Gut. Auf der Grasnarbe. Livolant der Schädeldecke.
Was ein geiles Tor. Livolo. Der Pass genau. Absolutes Zaubertor. Vom vielgescholtenen Linksaußen. Alter Verwalter. Was ein Tor. Pfeif ab jetzt. Ist vorbei, Schiri. Hey, es ist nicht dein Ernst jetzt. Ein Tor da darf nochmal. Hallo. Hey, es gibt die noch. Ecke oder was? Er gibt nochmal, das ist nicht dein fucking Ernst. Er gibt die Ecke nochmal. 2 Minuten über der Nachspielzeit schon drüber. Nochmal. Jetzt ist vorbei. Livolons Zaubertor holt den nächsten Dreier nach Hause. Später geht kaum. Geiles Ding. In Grenoble hier. Das gucken wir uns auch nochmal an. Absolutes Zauberkopfballtor von Livolant. Vom aber sowas von nicht ausgewiesenem Kopfballspieler dieser Mannschaft. Weißbeck. Ja, wo Shots taken braucht man nicht. Zeigt die Tore. Boah, Wahnsinn. Das Silvestre. Da war die kalte Dusche. Ja, durch Eigenverschulden Ding nicht lösen. Okay. Dann Pausen, Tee, sie dann sagt irgendwelche Dinge. Bokele mit dem ersten Abschlussversuch und 10 Minuten später nach gutem Gegenpressing schnell geschaltet wie Potnik. Souverän. Und jetzt kommt schon Livolants Eckenerzwinger-Abschluss, wo er sich schon aufgeregt hat, weil er gewusst hat, das war eine gute Szene. Aber dann haben wir ja noch diese Ecke. Und ich ärgere mich beim Abklicken noch. Verdammt, warum habe ich den Innenverteidiger die Ecke schießen lassen? Denn Babé hätte den wuchtig auf die Latte gesetzt. Aber ein Livolant kann nicht gut Kopfball spielen. Er nimmt die Schädeldecke. Zum Glück! 2-1. Huh! Wichtig. So, und jetzt entwickeln wir uns langsam in die richtige Richtung. Nämlich nach oben noch 4 Punkte auf Guingamp. Und ein Spiel haben wir ja heute noch, bevor ich euch in den DFB-Pokalsonntag entlassen kann. Zu Hause gegen Angers SCO. Und ich glaube, die waren oben. Jetzt kommt erstmal unser Linksverteidiger-Ersatz. Muss ich hier sitzen? Ja, hier müsst du sitzen. Danke für deine Unterschrift. So, wo sind wir's? Wo sind wir's? Wo sind wir's? Ne, da ist... Ah doch, jetzt hier kann ich's aufklicken. Na, guck mal, ist schnell verbunden. Wo ist Angers? Oh, vorletzter. Gar kein Topspiel. Topspiel war gerade Grenoble auch nicht. Ne, also irgendwie. Da haben wir jetzt Mittelfeldduell und jetzt gegen Angers nochmal ein Pflichtsieg. Vipotnik hat sich verletzt. Elis kehrt zurück. Jonsen wird ignoriert. Sonst irgendwer super trainiert. Ein Tender, da ist der angesprochene neue. Ah, ein Simba kann sogar nicht, der hat Corona. Dann kommen wir sofort zum Spielberichtsbogendebüt für einen Tender. Das ist Matanovic, das ist das Originalgesicht auch, ne? Das ist der Ex-Karlsruher, Ex-St. Paulianer. Der ist in die Bundesliga gegangen, verdammte Axt. Gladbach, Stuttgart, hat das schon jemand von euch kommentiert? Ist auch vollkommen egal. Das ist das Originalgesicht von Matanovic, dem Bundesligaspieler. Das passt. Hat der Maser. Maser hat auch ein Originalgesicht. Also zumindest ein original kleines Avatar-Bildchen hier. Ja, bei geilen Mods ist das Standard. Okay, also. Hier hat sich... Ah, Ignatenko drängt sich auf. Kriegt mal wieder Startelf-Mandat. Was kann der Weißbeck denn? Der Weißbeck kann Sturm. 6 und 8. Na? 8 und 10. So. Ja, muss bleiben. Muss erstmal. Aber Livolant, ja, den kann ich jetzt nicht rausnehmen nach dem Kopfballtor. Dann werden wir so spielen. 69 sind wir jetzt mittlerweile hoch. Ja, Siege ersetzen halt eben nichts. So, und zum Abschluss wollen wir nochmal einen Schmankerl reinbringen. Nämlich nochmal mit einem schönen Trikot spielen. So sieht's aus. Zum Abschluss des Streams nochmal dieses edle dritte Trikot. Raus geht's. Zum letzten Spiel des Streams. Nochmal 3 Punkte bestätigen. Und dann mit einem guten Gefühl im Tagebuch vorangeschritten zu sein. Das Atlantik ist gut gefüllt. Die Stimmung war in dieser Saison noch nie besser. Wenig überraschend. Babé führt
wie gewohnt seine Mannen aufs Feld. Debüt von Igor Matanovic als Ersatz für den angeschlagenen, für den sogar verletzten Vipotnik. Gucken wir mal, ob Matanovic, ist er, glaube ich, mit der 23 hier vorne. Auch richtig Originalgesicht. Also von KSC oder St. Pauli, also von dem Zweitligateam, Originalgesicht haben. Aller Ehre wert. Aus der U23, wie schon so einige andere Spieler, hochgezogen worden. Djordje Gordić hatte ja nur eine Trainingseinheit zum Reingewöhnen, als wir ihn von Partizan Belgrad geklaut haben. So, das ist das übliche 4-2-1-3. Manche lesen es als 4-3-3 von Zinedine Zidane. Der Gast aus der unteren Tabellenregion versucht es mit ähnlicher Taktik. Angers SCO zu Gast. So, raus geht's. Mehr denn je Selbstverständnis. Heimsieg. Ekome. Hätten wir auch vor, weiß ich nicht, wenigen virtuellen Monaten nicht gedacht, dass er einen unserer besten Spieler, zumindest was Spielerstärke angeht, mit Simba aus der Mannschaft, aus dem Verein drängt. Auch da ist der Wintertransfer mittlerweile bestätigt. Gut gepresst. Gut sofort geschaltet. Matanovic. Davitashvili. Davitashvili versucht es zu erzwingen. Skill Move. Scheitert. Gibt sofort den Konter. Ja. Oh, oh, oh. Ekumi. Da muss er aufpassen. Ekumi wird überlaufen. Ferhat kommt. Der Double Touch kommt. Und der Abschluss kommt. Erster Aufreger. Auf der falschen Seite. Erster Aufreger. Aber kriegen wir verknuspert. Matanovic. Einfach mal versuchen. Selbstvertrauen holen. Auch auf der Profibühne. Antwort. Sofort zeigen, dass Angers sich wappnen muss für dieses teils sehr giftige hohe Pressing. Das Mittelfeld. Der Zidane-Style hat sich Stück für Stück hier manifestiert in Bordeaux. Klar, anderes Niveau als BBC zu seinen großen Real Madrid-Trainerzeiten, aber die Ideologie dahinter ist eine ähnliche. Kasubi. Erstmal Tanovic. Jawohl. Kriegt Davitashvili nicht in Szene gesetzt. Gummi steht ein bisschen im luftleeren Raum da. Ja, gut umlaufen. Guter Vortrau. Den hat er, glaube ich, gar nicht richtig gesehen. Unser polnischer Torwart klopft mal eben auf die Latte und sagt Hallo, der Ball. Roland. Kein Faktor hier in der Anfangsviertelstunde. Wieder schöner Vortrag. Also, Angers macht es gar nicht so verkehrt. Und spielt mutig und verdient sich den nächsten Abschluss. Also das ist so ein bisschen sehr sorglos, was Girondin hier spielt. Tolles Gefühl nach dem Last-Minute-Auswärtssieg hin oder her. Also das ist bis hierhin kein guter Vortrag. Babé mit versammelter Mannschaft den Angriff unterbinden. Jetzt vielleicht mal Kontergelegenheit. Matanovic winkt. Am Ende kommt der Ball zu Livolon. Gute Ballkontrolle, Livolon. Gute Kontrolle. Schönes Tor. Schöne Einzelaktion von Livolon. 1-0. Der taut langsam auf, der Kollege. Jawohl. Stracek mit dem Daumen hoch. Support ist gut. Schöner Unterschnittball von Davitashvili. Dann mogelt er sich irgendwie mit diesem Schussantäuschen am Verteidiger vorbei. Und lässt sich den Abschluss dann auch nicht vermiesen. Schöner Unterschnittball. So kann es gehen. Zauberhafte Ballkontrolle. Jawoll. Gute Einzelaktion. Da kommt die Grätsche auch einen Schritt zu spät. Kriegen sie nicht verhindert. Hatte sich nicht angedeutet. Die Anfangsphase gehörte eher den Gästen.
Aber sei es drum. Führung für Bordeaux. Man guckt mindestens hier mit einem Heimsieg wieder deutlich nach oben. Nach, ja, nennen wir es mal kompliziertem Saisonbeginn. Bukele, sehr gut. Sehr gut. Ah, lass ihn noch nicht durchgehen. Oder vielleicht doch? Nein, Ignatenko kommt dann nicht in die Verlosung. Gut verteidigt. Jawohl, jetzt haben wir auch so ein bisschen Selbstverständnis wieder für die Defensivarbeit. Angers hat zu knabbern mit dem Rückstand. Hat, der muss sauber in den Fuß kommen. Dann haben wir eine Station weiter wieder Livoland in der Verlosung. So ist die Szene kaputt. Es muss bis zum letzten Kontakt genau und sorgfältig Fußball gespielt werden. Zeigt die Szene einmal mehr. Schöne Kombo. Matanovic. Ah, da ist die Lücke. Nee, doch nicht. Livoland wartet auf Ikomi. Livoland winkt, kriegt den Ball natürlich. Livoland leider geblockt, aber mehr drin. Weißbeck kommt, Matanovic kommt. Mannschaftlich geschlossenes Pressing. Und dann der Schimmelball von Livoland, aber mehr drin. Hat mal Weißbeck am 16er gut positioniert. Ball in die Tiefe ist gar nicht mal so verkehrt. Oh, Babé kriegt den Zweikampf nicht geführt. Uiuiuiui, gute Szene von Angers wieder. Da möchte man so ein bisschen erzählen, wir haben es unter Kontrolle und dann kommt so ein schöner Angriff. Mit gutem Abschluss, nächster. Jetzt ist er. Ja. Und dann ist Angers auf einmal wieder am Drücker und belohnt sich. Für eine kleine Druckphase, Niane. Fragt man sich auf, was der Torwart da macht. Kurze Ecke. Zu offen. Oh, Katifram ist wieder am Start. Schönen guten Tag. Wir haben keinen Japaner in unserem Bordeaux-Kader. Das tut mir unendlich leid. Aber ja, schön, dass du auch mal wieder reinschaltest. Und dann haut direkt ein Abo raus. Oh, hier, hier. Kati ist back. Und sieht sofort das 1-1. Der typische Glücksbringer. Ja, schade. 1-1. Nach eigentlich guter Phase. Aber nun gut. Zweite Halbzeit ist eher unsere Halbzeit. Davidashvili winkt. Ja, kommt. Nein, da war ich eigentlich an der Grundlinie schon durch. Diese blöde, schimmelige Marseille-Turn. Die eigentlich einen Sinn, den sie dann auch in seinem Repertoire wie selbstverständlich hatte. An der Stelle falsch gezündet. Aber gut, diese schönen Trikots verdienen einen Heimsieg. Auch wenn Angers von der Statistik her die bessere Mannschaft war. War so ein bisschen der Eindruck, bis zum 0-1 lief nicht viel zusammen. Also von daher, ja, nehmen wir das 1-1 gerne mit, wissen aber durch die eigene Drangperiode vor dem 1-0, wie es gehen kann, wie es gehen muss. Das muss eigentlich so die Messlatte für die zweite Halbzeit sein. Den Gast aus dem Tabellenkeller bearbeiten, Druck aufbauen und dann selber in Schaltbewegung kommen. Babé, gut. Können wir vielleicht ausschwärmen. Davidashvili, Matanovic. Ja, gut umlaufen von Ignatenko. Ja, der Haken war doof. Da müssen wir nicht in die Mitte ziehen. Oh, unangenehm werden. Ja. Irgendwo fehlt dann ein kleines Pressing-Mosaikstückchen, um den Fehler zu provozieren. Angers befreit sich gut. Verhardt. Oh, der ist zu tief, der ist zu tief, der ist zu tief. Gut. Bleiben weiter unangenehm, die Gäste. Also das ist schon für den Tabellenstand überraschend. Wie kann so eine Mannschaft Vorletzter sein und so gepflegten Fußball aufzählen? Also das ist schon überraschender Verlauf dieser Partie. Da haben wir uns mehr ausgerechnet, nicht nur auf dem Spielberichtsbogen 1-1, auch von Spielanteilen und Selbstverständnis, die Partie zu dominieren. Gar nicht. Jetzt mal schön verlagert. Bukele hat ein bisschen Raum. 60 Minuten gespielt. Davidashvili. Billiger Doppelpass klappt. Davidashvili wird nicht attackiert. Freie Flanke. Oh, Weißbeck. Kommt nicht zum Abschluss. Neuer Anlauf. Die Volant suchen.
Über Lorenz sucht. Weißbeck. Guter Ball in die Tiefe. Einfacher. Schöner Fußball. Torwart taucht ins bedrohte Eck. Guter Vortrag. So kann es doch gehen. Bisschen geduldig. Dann irgendwann die Lücke nehmend. So kann es gehen. Guter Abschluss. Jetzt erster Wechsel bei den Gästen. Sollen wir auch mal gucken, jetzt, wo wir unsere Bank mit Jugendspielern deutlich stabiler gestaltet haben. Können wir schon irgendwen... Auch, warum habe ich Elis eigentlich nur auf die Bank gesetzt? Okay, nach seiner Verletzung hatte er noch nicht 90 Minuten im Tank. Jetzt kommt der Hondurianer. Und jetzt kommt auch... Maser. Und es kommt auch der gut unter der Woche arbeitende Vetro mal zu einem Einsatz. Also viele Wechsel nach einer Stunde. Und ein Gordic können wir auch noch zünden. Wenn alle Stricke reißen. Also von daher, da hat sich durch gute Jugendarbeit auf jeden Fall die Situation im Kader verbessert. Babé brauchst du nicht. Und war wieder Fuß drauf gehalten oder irgendwas. Ja, war wieder Füße drauf gehalten. Völlig unnötig. Ekomé, komm ey. Französische Härte, sagt man nicht umsonst. Gegen ein Offensiver. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ja, Katastrophenabschlag. Matanovic, 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 Debüttor. Nein, er legt nochmal uneigennützig rüber auf niemanden. Szene lebt aber noch. Szene, was mache ich? Was ist denn das? Matanovic, was ist denn das für ein Katastrophenmove? Ey, es gibt's nicht. Ich meine, dass Matanovic nicht schnell genug ist, um dann allen wegzulaufen, okay? Oh, oh, dann legt er das Ding ins Nichts rüber. Also das Geschenk musst du eigentlich nutzen. Es hat noch nie ein Japaner bei Bordeaux gespielt. Das müssen wir ja dann eigentlich ändern, jetzt wo du dein Abo verlängert hast und jeden Sonntag wieder kommen wirst. Müssen wir da in der Winterpause mal gezielt nach japanischer Qualität suchen. Vielleicht gibt es ja Ao Tanaka im System. So. Ecke bringt nichts ein. Außer vielleicht der Einladung zu kontern. Vetro. Erste Profi-Schnupperminuten. Vetro. Wartet auf Masa. Der zieht zumindest den Freistoß. Gute Position. Schöner Haken. Ja, das, die Füßelei musst du dann auch wegpfeifen, wenn du jeden anderen kleinen Pister wegpfeifst. So, Babé. Bist du denn wirklich der Beste? Wo ist Babé? 74. Tatsächlich. Unser Innenverteidiger schießt jetzt das 2-1. Ich jinx das jetzt. Ja, das könnte sogar klappen. Babé! Das gibt's doch nicht! Latte raus! Also viel dramatischer kann es ja nicht mehr werden hier. Ja, Fehler! Fehler! Matanovic! Nein, nein, zu hektisch. Nein, zu hektisch. Richtig gut antizipiert vom Ex-Karlsruher. Nein, 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 nein. Also ich will eigentlich Schuss antäuschen mit Fuß auf den Ball stellen machen. Aber wenn der Ball so auf Schienbeinhöhe titscht, klappt das nicht. Zu hektisch. Da muss ich eigentlich nur einen Steuerungs-Dribble-Move in die Mitte machen. Dass wir uns zum Tor ausrichten. Das wäre dann in dem Fall besser gewesen. Also Chance ein bisschen verzockt. Aber es geht gerade was. Es geht gerade was. Matanovic. Ja, da ist doch die Lücke. Fahne bleibt unten. Elis. Frisch gekommen. Muss er entscheiden jetzt. Musst du entscheiden jetzt. Elis 2-1. Was heißt entscheiden? 79. Aber unser Hondurianer knipst. Und auch gut verzögert von Matanovic. Gutes Fußballverständnis da von unserem Ersatzkeilstürmer. Wartet genau auf den richtigen Moment. Kein Abseits, werden wir gleich sehen. Ganz, ganz wichtig hier gegen das Kellerkind aus Angers. Die drei Punkte zu holen. Da! Oder war es tatsächlich doch Abseits? Fehlentscheidung. Dann souverän zu Ende gespielt. War das vielleicht doch Abseits?
Die Hände gingen auf der Angersbank auf jeden Fall hoch. Hier sieht man es ganz deutlich, kein Abseits. So. Ja, souverän. Kontrolle ist da. Abschluss ist alles sauber. Aber kann es vielleicht hier irgendwie besser sein? Ach doch, es gibt genau diese Kamera. Also Matanovic. Ah, hier unten links wird aufgehoben bei der 27. Genau, zögert. Und da sehen wir es deutlich, wenn man sich an der Rasenmusterung orientiert. Deutlich kein Abseits. 2-1. Ein Wechsel haben wir noch. Unten links bin ich. Doch, zwei Wechsel haben wir noch. Bukele raus für Michela. Und Intenda für Ekomi. Also das Debüt. Nicht nur für Matanovic aus der eigenen Jugend. Auch Intenda kommt. Und Simba findet schon gar nicht mehr statt. Danke für die 2 Mille. Und jetzt haben wir neue Helden auf den Außenverteidiger. Positionen. Aber 10 oder sogar noch mehr virtuelle Minuten gilt es zu überstehen. Da kommt Angers nämlich schon wieder. Die werden sich jetzt hier nicht einfach so geschlagen geben. Ignatenko, wichtig. Spiel den Ball. Jawohl, Masa, wichtig. Intenda, erster Pass als Profifußballer. Weißbeck hat Platz. Matanovic, kommt nichts. Trabt ins Zentrum. Vetro, so viele Debüts heute. Vetro, das ist ein bisschen halbgar. Aber die Unruhe reicht uns erstmal. Langer Schlag. Jetzt muss sich Angers schnell was einfallen lassen. Elis. Der hat noch ein bisschen Kraft zum Pressen. Er kommt. Elis gut. Ja, Fehler erzwingen. Spielen sich gut durch. Ja, dranbleiben. Jetzt nochmal ein sauberer Ballgewinn, dann haben wir es doch. Guter Schlupfpass ins Zentrum. Ja, da muss Marcelin in den Zweikampf. Gut, das Kopfball wichtig. Jetzt Kontrolle. Jetzt Kontrolle. Ignatenko. Einmal raus auf Vetro. Stark. 90. Lauf das Ding nach Hause. Lauf, Kollege. Lauf. Lauf. Ja. Dann doch Fußball spielen. Masa. Komm, Traumtor. Masa. Masa. Oh. Nimmt Masa. Und zirkelt das Ding am langen Pfosten vorbei. Ganz viel Platz. Geht der Kopf einmal hoch und dann. Hätte mindestens Außenpfosten verdient. Wer nicht hüpft, der mag Paris. Hey, hey, wer nicht hüpft, der mag Paris. Hey. Letzter Angriff. Letzte Minute der Nachspielzeit offiziell. Der ist gut. Fuß vor. Stark! Das müsste sein. Das ist es! Allen Widerständen zum Trotz. Elis, der Joker und Matchwinner hier. Beim erneuten Sieg. Und das Atlantique erhebt sich und klatscht. So langsam kommt der zwangsabgestiegene ehemalige französische Meister aus dem Quark und holt auch dieses Heimspiel nach Hause. Und gleich zum Abschluss nochmal die Tabelle. Da können wir so ein bisschen besser sehen, wie dramatisch ist die Situation. Hat sich deutlich entspannt durch den zweiten Stream. So viel kann ich vorwegnehmen. Da waren wir gut unterwegs. Und da sehen wir es nochmal. Sauberer Ball von Davitashvili. Schöner Unterschnittball und dann guter Einzelmove, gute Einzelaktion von Livolant, die Ballkontrolle auf der einen Seite, der Schussantäuscher und dann auch der, oh, der war glaube ich sogar abgefälscht, der Unterschnittball. Das ist Sahne. Da verzockelt er dann den Verteidiger mit der 2 und dann kriegt auch Torwart und Innenverteidiger den Füßchen nicht mehr hin. Wir werden langsam warm, tatsächlich. So, das ist noch einiges zu verbessern. Gibt, zeigt dann die Aktion, ein bisschen zu sorglos verteidigt, ja. Den sieht Strazek, glaube ich, auch schlecht, weil ja hier Marcelin so ein bisschen die Sicht verdeckt und er das Ausholen vielleicht auch gar nicht mitbekommt. Kurze Ecke dann offen. Unhaltbar tue ich mich schwer, das zu nennen, aber war es dann in der Entstehung. So, da waren wir mit dem Freistoß von Babé schon ganz nah dran. Langsam aber sicher übernahm Bordeaux dann das Kommando der Partie. Und nicht viel später hatten wir dann den 2:1. Treffer auf dem Fuß. Da Matanovic ein bisschen überhastet. Nach sehr gutem Pressing, sehr umtriebige Partie des Debütanten und dann natürlich gekrönt mit diesem schönen Pass auf Elis, der als Joker kommend nach seiner kleinen Verletzung zum Matchwinner wird. Jawohl. Ausgeglichene Partie. Das gehört auch zur Wahrheit, dass du als ambitionierter Aufstiegsaspirant gegen ein Kellerkind so lange arbeiten und zittern musst. Das geht auch besser und wir gehen mit 4 Punkten Rückstand aus dem Stream und dem Kampf
um die oberen Plätze. Die Dreckstruppe von der City Group aus Troyes leider oben mit dabei. Die werden höchstwahrscheinlich auf eins oder ein langes, lautes Wörtchen um den Aufstieg mitspielen. Aber ja, das war's für den heutigen Stream. Pünktlich um 14 Uhr vorbei. Jetzt schwitze ich zu Ende und freue mich auf 18 Uhr Fortuna. DFB-Pokal ausscheiden in Dresden. Pessimismus Deluxe. Aber für den Stream war das doch ganz toll. Ganz herzlichen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und das Tagebuch mit Zinedine Zidane in Bordeaux, die Girondins retten, so mittragt. Und dann sehen wir uns, wenn nichts dagegen spricht. Ich wüsste nicht was. Nächsten Sonntag wieder zum PES Brunch. Und dann war es das für den heutigen Sonntag. Und ich verabschiede mich mit dem üblichen Bildschirm und sage Danke. Und das Wichtigste, wie immer zum Schluss, bleibt mir gesund. Tschüss, ciao.